Vor der Sendung wurde unter Aufsicht des Schiedsrichters Horst Metzing die Farben ausgelost. Es beginnt Erik Lobron. Jeder Spieler hat eine Stunde Bedenkzeit. Kommentatoren sind wie bei uns so oft im Studio bei den Schachsendungen die Großmeister Wladimir Hort und Helmut Pfleger. Also genug an Vorsatzinformationen. Das Spiel kann beginnen. Ja, anscheinend wollen die nicht. Ja, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Das gab Bronstein mal. Der hat für den ersten Zug hat er 45 Minuten überlegt, bevor er mit Weiß dann seinen ersten Zug machte. Dann ist unsere Sendung fast zu Ende. Hagen jetzt beginnt. Was war das? Springer F3? Springer F3, ja. Ja, das ist also doch, Erik Lobron hat mir vorher noch gesagt, er hat eigentlich fest damit gerechnet, dass er schwarz hätte und in gewisser Beziehung war es ihm unsympathisch, weil er gar nicht wusste, welches System er jetzt mit Weiß spielen will. Es geht weiter. Und ich glaube, dass es damit auch zum Ausdruck kommt. C7, C5, also möglicherweise will sie ins Sizilianische einlenken, die Judith Polgar, ein System, was sie oft spielt. Und jetzt ist wieder an Erik eben, hier gerade in der Öffnung, wenn es schon viele Weichen gestellt. Ja. Was das schätzen Sie denn, Herr Pfleger, wer hat denn die besseren Chancen heute Abend? Nein, ich glaube, es ist wirklich völlig ausgeglichen. Judith selbst spielt immer lieber mit Weiß. Also ihr war es unsympathisch, dass sie mit Schwarz spielen muss. Aber andererseits hat sich Erik Lobron nur auf Schwarz vorbereitet. Also, wenn man so will, sind beide falsch erwischt worden. Und die sind einfach beide gleich stark, glaube ich. Erik Lobron ist halt in den letzten Jahren also sehr viel stärker geworden. Und ist jetzt mit Sicherheit einer der allerbesten hierzulande. Aber Judith ist also, könnte sofort in der deutschen Herrenmannschaft mitspielen. Und nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Großmeistern, glaube ich, fast. Ja, ja, also das heißt natürlich bei den Großmeistern. Aber sie hätte ganz sicher einen festen Platz in der deutschen Großmeister-Herrenmannschaft. Wladimir, was sagst du zu Judith? Ja, schwer zu sagen. Es ist schwer zu glauben alles. Ja. Also ich habe das immer geglaubt, früher in Gymnastik oder im Eiskunstlauf oder so, aber dass sowas auch im Schach passiert. Wie war das denn bei dir, als du 13 warst? Ja, ich war bestimmt nicht so stark wie Judith. Also, Wo geht das wohl noch hin mit dir? Ach, das ist gerade die Frage, ja. Ich muss abwarten, diese gefährlichen Jahre jetzt, wie es... Nur es ist die Frage mehr für die Psychologen oder so, glaube ich schon. Aber ich habe Sie vor kurzem in einer Pressekonferenz erlebt. Sie machte einen ganz normalen, auch Ihre Geschwister, einen ganz normalen Eindruck. Fand ich überspannt oder Sie waren nicht wie ja, die ja, anderen Schachspieler, die ja, manchmal ja, keinen normalen Eindruck machen. Ja, ich glaube schon, dass die ist, wie gesagt, also fast ein unglaubliches Wesen. Aber gerade jetzt, diese Jahre, die kommen, das wird wahrscheinlich dann die Antwort. Dann, wie geht es, ob sie wird noch stärker im Schach oder wird sie einen netten jungen Mann kennenlernen? Und wird sie noch stärker? Vielleicht wird sie dann noch stärker oder auch schwächer. Ja. Ich glaube, alles ist drin. Ja. Aber die Liebe macht natürlich auch die Wunder dann. Denn meistens macht sie blind, auch bei Schach. Ja, ja. Ja, ja. Aber sie macht, wie wir jetzt sehen, einen ganz normalen Eindruck. Ja. Ganz normal. Ja, nicht schachlich überhöht. Nein. Herr Pfleger. Nein. Na, ich glaube wirklich, dass dieses Schwestern-Trio, die sind sehr nett. C2, C4. Ja, C2, C4. Ja, dann ist Englisch da. Ja. Also das sollten wir vielleicht wirklich sagen, dass jetzt die ersten Züge so zäh kommen, heißt natürlich nicht, dass die nicht wissen, was sie in den ersten Zügen spielen sollen, sondern dass jeder, was hat der andere vorbereitet? Ja, wie locke ich den auf unbekanntes Terrain oder etwas, was ihm möglichst wenig liegt? Nur darum geht es jetzt. Aber ich möchte nochmal auf, also Springer C6 ist auch schon geschehen. Ja, Springer C6. Wladimir, gibt es da eigentlich noch ein Terrain, was man nicht kennt beim Schach? Gerade bei der Eröffnung. Doch, einigermaßen noch. Es gibt vergessene Varianten, und die man immer wieder sieht. Und natürlich, es gibt immer theoretische Neuigkeiten im Schach.
Das heißt, dass die Variante ist bekannt und plötzlich kommt jemand mit einem neuen Zug und dann wird das in Schachenzyklopädien oder Schachinformanz als TN bezeichnet, also theoretische Neuigkeit. Und dann, ich glaube, dass Erik wird wahrscheinlich viel mehr Zeit verbrauchen als Judith. Wie viele TNs hat es denn in den letzten Jahren gegeben, Herr Flieger? Sie mich nicht fragen. Unendlich viele, ja. Aber jetzt gerade zu der Stellung, wir haben zwei Züge gespielt, beide haben diese Stellung ganz sicher mit Weiß und mit Schwarz schon unzählige Male auf dem Brett gehabt. Also es geht wirklich nur darum, das ist so ein Abwägen, was hat der andere im Sinn, ja? Nur darum geht es jetzt hier in dem Eröffnungsstadium. So ein Lavieren und Schauen. Also. Ja, ich glaube, dass... Was käme denn jetzt wohl, Herr Flieger? Ja, es gibt viele Züge. Ja, ich glaube, dass Judith beginnt schon zu fischen. Also sie möchte eine Variante spielen. Die Variante ist jetzt D2, D4. Das hat sie schon mehrmals gespielt als Schwarz. Dann nimmt man C5 Schlag D4, Springer Schlag D4, Springer F3, Schlag dann, also Springer... Ja, ich weiß nicht, wie weit man es jetzt da die Variante in dem frühen Schlag. Nein, aber also sie weiß jetzt, was sie tut. Ja. Sie opfert da immer in eine verrückte Variante einen Bauer. Ich glaube nicht, dass Erik wird D2, D4 spielen. Also es ist schon... Judith hat natürlich riesiges Gedächtnis und es ist nicht einfach jetzt. Man kann heutzutage auch die Partie verlieren, ohne zu spielen. Mhm. Sehr große Konzentration. Ich will noch was zu den Schwestern sagen. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man die drei Schwestern so im Kreis der Familie mit der Mutter und mit dem Vater vielleicht so sieht, wie nett sie miteinander umgehen, wie relativ wenig Rivalität und Eifersucht wohl da ist und wie die wirklich nett miteinander spielen, auch immer zusammen sein wollen. Auch jetzt die letzten Tage zum Beispiel wollte Judith mit Sophia unbedingt zusammen sein und wie die sich beim Turnier gegenseitig unterstützen. Wer ist eigentlich die bessere? Es ist so schwer zu sagen. Also nach der Wertung ist im Moment Judith, die hier jetzt ist, die Beste und die Beste in der Welt. Und Erik hat mir auch gesagt, also er hält sie für die Beste, Erik Lobron, für die Beste der Dreien. Und es ist ihm am unangenehmsten, gegen sie zu spielen. Aber ich glaube, dass sie alle drei sich nicht viel nachgeben. Erik Lobron hat mir gesagt, als ich ihn einlud, ja, jetzt würde erstmal eine vernünftige, eine interessante Schachfernsehpartie passieren. Da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt noch nicht allzu viel. Ja, das hat allerdings weniger mit Judith, sondern mit Erik Lobron zu tun, nehme ich an. Können wir denn von der Regie mal versuchen, dass wir mal die Zeit eingeblendet bekommen, die jetzt bis jetzt verbraucht wurde? Ja, Erik hat bestimmt mehr verbraucht. Nur wenn Judith nicht die Uhr gedrückt habe, dann ist eine Chance. Aber das passiert ja auch dem Weltmeister. Ja, ja. Passiert oft. Ja, das passiert sicherlich nicht häufig und es war deswegen also ein solches unglaubliches Debakel, was dem Kasparov da passiert ist. Was hat er gespielt jetzt? Springer C3. Also immer noch ein ganz normales englische Partie. Es kann jetzt vielleicht kommt Springer G8, F6. Vier Springerspiel werden, wenn der Springer jetzt da hier auch hier hinkommt. Springer G8, F6. Das bin ich. Bist du sicher? Naja, schon, es wäre sich fast lohnen, ein Bierchen zu wetten. Mit. Ja, jetzt schon? Also wie im vergangenen Jahr. Mit eine trunkene Partie wird das. Ja, naja, dann springen G8, F6. Ja, aber es kann schon. Im Moment ist es so ein verhaltener Beginn, weil die sich überlegen, aber nachher wird dann die Zeit schon fehlen. Und ja, guck, da ist die Zeit. Kommen. Nee, man sieht, nein, Judith hat 2 Minuten überlegt bisher, hat noch 58 Minuten und er hat schon 8 Minuten überlegt, Erik Lobron. Richtig. Also er hat schon sehr, sehr lange, im Grunde für nichts, kann man fast sagen, sehr viel Zeit investiert. Also nur aus taktischen Erwägungen. Wie viele Züge denkt denn jetzt wohl so ein Großmeister wie der Erik gerade? Tief oder wie weit kann man sowas, weil die oft gefragt werden, ja, wie weit denken die denn voraus? Ich nehme an, der denkt überhaupt nicht voraus. Schachspieler. Und ist ein Schachspieler. Und wirklich, er will nur, welche Variante wähle ich jetzt? Er kennt die natürlich alle, ja. Sondern welche Variante ist die, die ihr am unangenehmsten ist oder mir am angenehmsten? Nur dieser will. Aber wie tief rechnet denn so ein Großmeister oder Weltmeister? 10 Züge? Volle Züge? Lasst ihn mit? Ja, Aljechin hat diese Frage beantwortet. Er sagte, ich denke immer einen Zug mehr als mein Gegner. Aber
Wie würde das Kasparov beantworten? Das ist natürlich. Capablanca hat gesagt, ich denke überhaupt nicht, ich weiß. Ja. Ich glaube, E4. Moment, jetzt ist Schwarz am Zug. E7, E5 ist geschehen. Oh, das ist natürlich groß. Habe ich schon wieder ein Bier investiert in. Naja, das ist natürlich möglich. Jetzt bekommen wir eine Struktur, die. Es wird wieder so ein Grabenkrieg, glaube ich, in dieser Partie. Ja, aber was man sagen kann, also es ist ja immerhin eine strategisch gewagte Entscheidung, weil das Feld D5 jetzt bei Schwarz doch deutlich geschwächt ist. Ja, das kann nicht mehr mit einem schwarzen Bauern jetzt irgendwie kontrolliert werden, weil beide Bauern, E5 und C5, sind dran vorbeigezogen und Weiß kontrolliert es mit seinem Bauern C4 und dem Springer D5. Andererseits ist es gut möglich, dass dann Judith im weiteren Verlauf auf den Königsflügel stürmen wird und sie ist eine Angriffsspielerin, also mit F7, F5 später mal kommen wird. G2, G3 ist jetzt geschehen. Und das bereitet natürlich hier das Läufer-Fianchetto vor. Und entsprechend spielt Judith auch G7, G6. Erinnert das nicht an die letztes Jahr Partie? Das war sehr ähnlich, Hickel gegen Zsuzsa. Naja, nicht so im Aufbau, aber immerhin, es ist dasselbe Thema. Ja. Also die Schwestern sind natürlich schon, die haben wahrscheinlich doch ähnliche Repertoires und so. Und haben sich also ganz sicherlich sich auch beraten da. Aber also auf jeden Fall kann man sagen, es wird jetzt erstmal so ein langsamer Aufbau hier. Wobei also über kurz oder lang der Bauer von F7 nach F5 wohl kommen wird. Ja, die Frage ist, und das kann man sicherlich erst nachher beantworten, wer hat jetzt eigentlich wen überrascht oder wer überrascht noch wen da? Ja? Wer von dem Zeitvorteil, was Judith jetzt hat, ist doch die Überraschung doch ziemlich groß, ja, dass Erik so viel verloren hat. Aha. Es kommt G3. G3. Ja, Erik ist von seiner ganzen Spielerfassung jemand, der also seine Partien möglichst tief anlegen will und wirklich alles herausholen will. Das ist also keiner, der so oberflächlich, prosaisch Remisen anstrebt oder so, sondern er will immer kämpfen. Das liegt einfach in seiner Natur. Schon Läufer G7 passiert, ja. Läufer F8, G7, also jetzt Schwarz hat fianchettiert den Läufer. Und der weiße Läufer, nehme ich an, hier, der wird nicht lange auf sich warten lassen. Ja, danke. Ja, es wird schon spannend heute. Aber ich bin sicher, Judith gewinnt. Sehr gewagt. Sehr gewagt. Die Frage hier im Studio vor der Sendung war, wer gewinnt wohl, Schwarz oder Weiß? Da war der Vorteil von Weiß doch ziemlich groß hier im Studio. Die Mehrzahl glaubt, dass Weiß gewinnt. Aber das ist bei der Demokratie ja nicht immer richtig. Ja, nein, wenn man auslöst, dann ist die Sache ganz klar. Was man vielleicht jetzt nach der Partie, schon nach der Stellung so sagen kann, dass wahrscheinlich Weiß am Damenflügel eher angreifen wird und wahrscheinlich Schwarz eher am Königsflügel. Dass also so ein Spiel an beiden Flügeln zustande kommt. Er greift aber ziemlich stark an. Läufer G5. Läufer G5. Aha, das überrascht mich, der Zug. Wie geht's dir, Vladimir? Das ist interessant. Also der Läufer greift jetzt die Dame an, ja? Mhm. Hast du den Zug schon mal gesehen? Ja, vielleicht. Ich bin nicht sicher, ob an dieser Stelle, aber schon bestimmt sonst. Läufer C1, Gelfin. Ja. Wie würdest du jetzt reagieren mit Schwarz? Also hier immerhin, die Dame ist ja bedroht. Also ja, naja, man muss rechnen, Springer G8, E7, ja. Dann ist interessant, Springer D5. Springer B5 dann? Springer D5. Springer D5, ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube nicht, dass es kann viel bringen, aber es ist immerhin interessant. Und dann nach Rochade, dann sofort Springer schlägt F5. Nein, das ist gedeckt. Nein, nach F6, Schach ja. Irgendwie, oder Läufer F6. Und was wäre der Bauer F6? Bauer F6, ja. Das will Erik eigentlich. Ja.
dann geht er wahrscheinlich auf D2. Dann will er zurück. Also das ist praktisch so ungefähr, ich fühle mal vor, ja, ich will dich rauslocken, vielleicht eben diese Schwäche vielleicht hervorlocken, obwohl sehr fraglich, ob es wirklich eine Schwäche ist. Also F7, F6 ist, glaube ich, auch ein sehr plausibler Zug. Aber grundsätzlich ist der Zug schon mal so vorzufühlen da. Ja, ich weiß nicht, was ist wirklich los mit Springer E7. Das ist sehr interessant. Springer E7. Ja, vielleicht schauen wir uns auf dem Variantenbrett an. Da. Springer E7. Wenn also Springer E7 kommt und dann dein Vorschlag... Ja, entweder Springer D5 oder sogar Springer E4. Beide Springe sind ziemlich verrückt. Wir müssen gut, machen wir Springer E4. Ja, dann sowieso Rochade. Jetzt droht erstmal sowieso hier Schach mit Rochadeverlust oder eventuell ja, also auch diese Schach, Rochade. Also dann die Rochade. Und dann wie geht es dann weiter? Was macht Weiß jetzt? Wir können ja vielleicht mal hier anschauen, wenn er hier auf C5... Ja, dann ist Dame F5 Bauern Schach. Dame A5 Schach. Dann und Aufgabe. Gewinnt dann, die Dame. Dann könnten wir schon nach Hause gehen. Ja, zum Bier. Ja. Also wird er nicht auf C5 nehmen und wir werden nicht nach Hause gehen. Schade. Und, dann Schach ist immer gut. Das könnte auch matt sein. Also hier Springer E4, F6. F6, aber Schach. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Dann geht König H8. Jetzt geht der König einfach weg. Weg und... Natürlich, jetzt hat Schwarz eine schreckliche Drohung, H6, ja. Und dann sind wir... Und diesen Läufer befragen und dann steht der Springer plötzlich, dieser Vorwitzige, ja. Eventuell ja. Auch recht unglücklich davon auf weiter Flur. Ja. Ja, also wahrscheinlich dieses Abenteuer wird sich wohl nicht so auszahlen zumindest. Naja, jetzt müsste man wieder zurück. Ja. Aber das lohnt sich dann wirklich nicht. Ja, ja. Also ich glaube, dass Erik wird nicht dann... Eigentlich, er will, dass Schwarz nachdenkt. Vielleicht sein Sinn von diesem Zug ist, wenn Schwarz dann Springer G8, F7 kommt, dann er kann nie mehr Springer G8, F6 ziehen. Mhm, so mag es auch banal klingen, ja. Er einfach verliert dann Optionen auf spätere, was du gesagt hast, F7, F5 und Springer ja. G8, F6. Ja. Also das ist vielleicht... vielleicht sowas. Vielleicht will Erik spielen nach Springer G8, E7, ja, Dame D2, ja. Moment, da müssen wir erstmal zurück. Weil jetzt haben wir sie hier in der Kabine. Schwierig. Wir haben also die Kamera direkt aus der Kabine. Oh, Dame C1, ja, so ein. Ja, wir gehen mal da wieder zurück. Das ist der Stand des Variantenbretts. Naja, es ist selten. Lass uns doch mal gucken, wie denn die Zeit jetzt aussieht von den beiden. Natürlich, die Theorie kennt kaum solche Spiele. Es ist praktisch außer Theorie. Ja. Nach diesem Zug. Da heißt es keine Musterpartien mehr und auch kein Kasparov-Karpov. Oder so ganz neu? Naja, vielleicht nicht so neu, aber bestimmt weiß jetzt Judith Polgár nicht so richtig, welche Partien so kann sie folgen. Und jetzt muss sie neu schöpfen fast. Ja, ja. Und das ist natürlich nicht... 49 gegen 52, Herr Feger. Ja, das heißt also, jetzt ist wirklich so ein Scheidepunkt auch für Sie, wo sie wirklich jetzt selbst eigene Wege gehen muss. Und also der Zugläufer G5, also auf jeden Fall hat er das bewirkt, ja, dass er sie erstmals richtig zum Nachdenken gebracht hat. Und das ist ja auch wichtig. Weil es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nein. Sie ist schon sehr schachreif, würde ich sagen. Ich habe sie vor ein paar Tagen in Amsterdam gesehen und sie hat fast Großmeistergruppe gewonnen. Wer ist dabei gewesen? Ja, Judith war in Amsterdam. Und wer war noch dabei? Ja, alle starke Spiele, sowjetische Großmeister, 4-5 Stück. Und sie kam vierte war sie. Und sie verlor die letzte Partie, wahrscheinlich durch unerfahrene Weise. Also Remy würde sie reichen, um das Turnier zu gewinnen. Ja, aber sie hat vor allem dort eine Großmeisternorm für Männer gemacht. Ja, ja. Das ist also, jetzt haben ist der Zug gefahren. Alle Schwestern, also sie spielt das wirklich Springer G8, E7. Ich will nur das noch dazu sagen, ja. Also alle drei Schwestern haben jetzt schon Großmeisternormen der Männer. Es ist also gut möglich, dass innerhalb eines Jahres die drei Schwestern, ja, diese drei Mädchen, alle Männer Großmeister sind. Also das
Wenn das wirklich so eintritt, dann ist es unglaublich. Haben Sie Angst langsam? Die Männer? Ja, Sie. Ja, also ich muss zum Beispiel, morgen ist in Nordhorn ein Turnier, ein Open-Turnier, wo ich also das Vergnügen oder haben werde, mit Judith zu spielen. Und ich muss sagen, also das Kommentieren, es ist einfacher. Kibitzen ist einfacher. Ja, ich sehe zum Beispiel eine wunderbare Variante jetzt, wenn du das zeigen willst, Helmut. Jetzt ja, heißt Springer C3, Moment. D5. Also, wir spielen Springer mal hier C3, D5. Springer C3, D5. Mach das, das ist jetzt sehr interessant wieder. Im Sinne ja. Dame A5 Schach. Dame A5 Schach. Richtig. Läufer D2. Dame Läufer geht also zurück und greift zurück, die Dame ja an. Ja. Dann Dame D8 wieder. Ja, das ist aber nicht sehr einfallsreich. Dame D8. Und dann wieder Läufer G5. Aha. Und wir können nach Hause gehen. Und dann gehen wieder Schach. So, das ist genug. Aha. Und das wäre dann dreimalige Stellung wiederholen. Können wir nach Hause gehen wieder? Nein, zum Birken. Nein, aber ich bin... Okay. Ja. Jetzt ist ein Zug. Moment. Ja. Ja, er hat das nicht getan, Springer D5. Das bin ich sicher, dass er hat das nicht getan. Sondern es hat... Es ist, das ist nur ja dieser ist Vorschlag. Gefahren. Pflege, ja, pass auf. Moment, was ist passiert? F4-Ketto, ja. Läufer G2 ist geschehen, ja. Läufer G2. Der Läufer, wir müssen das... Ah ja, Moment, ja. Läufer G2. Und Rochade. Rochade, ja, ja. Gott sei Dank wird einem so nett hier aus den Zuschauerreihen so fliert, also sonst wären wir völlig hilflos hier an unseren Kommentatorenbrettern. Wenn ich manchmal da so eine... Ihr macht eine Variante, die versteht ja auch kein Mensch mehr. Aus Nordhorn ein, was Gutes zufließt. Also hier unter uns, das will ich immer sagen, sind also etliche Nordhorner, die uns heute Abend hier verstärken. Keine Nordlichter? Keine Nordlichter, bei Gott nicht. Nein, ich habe das letztes Jahr schon erlebt und will mich morgen wieder in diese Höhle wagen. Und mal schauen, wie es dann ist. Moment, ist ja, da das was? Ist schon interessant, dass alle drei Schwestern so stark sind. Das ist wirklich, das gab es noch nie in der ganzen Schachgeschichte. Man sagt ja, der Vater ist wohl der Motor dieser ganzen Angelegenheit. Kann man sowas züchten, Herr Pflege? Sie sind ja auch etwas Arzt. Ja, züchten ist eben also ein sehr verdächtiges Wort. Ja. Und der Vater, der provoziert natürlich eventuell auch solche Worte in seiner Art, ich glaube manchmal auch in seiner ungeschickten Art. Wirklich, ich will nur sagen, wenn man die Familie kennt, dann ist man sehr viel zurückhaltender mit so einem Wort. Aber was man sicher jetzt schon sagen kann, ja, dass wenn Kinder von früh auf sich mit etwas beschäftigen, wozu sie offenbar auch Spaß haben, was ihnen also wirklich gefällt, ja, dann können die außergewöhnliche Leistung vollbringen. Also Klavierspielen und anderen Arten gibt es ja genauso. Ja. Aber dass also drei Geschwister, alle drei, solche herausragende Leistungen vollbringen, das ist unglaublich. Was erstaunlich ist, es macht ihnen sogar Spaß. Ja. Das ist für mich so erstaunlich. Und die sind auch sonst, glaube ich, wirklich Kinder und spielen auch. Also egal, ob die, das Spielerische ist nicht verloren gegangen. Jetzt nicht nur, ich glaube sogar, was vielleicht Judith auf dem Weg zum Weltmeisterthron hindern wird, ist, dass er eher noch zu verspielt ist und die ganze Sache, wenn man so will, nicht ernst genug nimmt. Gott also sei nicht, Dank. Nicht mit dieser Besessenheit wie in Kasparow zum Beispiel. Gott sei Dank. Wann wird sie denn Weltmeister bei den Herren? Na gut, lassen wir es offen. Ja. Ja, also Kasparow meinte nie. Also das, und, ja, aber auch Männer können irren. Ja. Auch Männer können irren, auch ein Kasparow kann irren. Karpow hat immerhin eingeräumt, also möglicherweise im dritten Jahrtausend, so ungefähr, also so zu Lebzeiten. Also zu, aber Judith ist ja noch jung. Die ist noch jung, ja. Nein, aber wirklich, ich glaube, man kann überhaupt nichts vorhersagen, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie innerhalb von 7, 8 Jahren also wirklich absolut in der Spitze wäre. Aber es ist so schwer vorherzusagen. Ja, Wladimir guckt schon ganz traurig. Was? Naja, ich denke nach. Das ist das denn schlimm, wenn sie Weltmeister wird bei den Männern? Ich finde das doch super. Ja, das hängt davon ab, wie Sie das mit der Emanzipation meinen, Herr Doktor. Ja. Das ist das, ja. Sie was können, ist doch völlig ja, ja, klar. Wer kann, der kann, ja. Das ist ja. Das ist auch meine Meinung, ja. Also Erik ist jetzt irgendwie verträumt, ja. Dann vielleicht hat das, wer war es schon vorgesehen, nicht? Diese drei Schwestern, nicht? Sehr berühmte. Das hat auch ein sowjetischer Mann schon vorgesehen, dieser Tschechow, nicht? Der war vor 100 Jahren, schrieb er, drei Schwestern. Ja. Vielleicht hat er schon an Polgars gedacht damals.
Kann sein. Die schlafen unter sich. Ja, ja, so an was die Russen alles denken. Ja, ja, das Mann, also drei Schwestern, ja. Ja. Meint er, er war auch ein Schachspieler, außerdem. Er spielte auch gut Schach. So wie wir. Nein, er spielte ganz gut. Tolstoi spielte auch sehr gut Schach. Also die hatten wahrscheinlich zu lange Winter und so. Und dann spielte sehr, sehr viel Schach. Ja, drei Schwestern. Wir haben Glück, die Männer. Ich sage immer, wir hatten Glück, dass es gibt nur drei Schwestern Polgar. Ja. Wenn sie wären noch zu vier oder so, dann wäre das dann... Verheerend. Ja, Kuninenlage. Ja, ja. Ich habe auch schon mit einer Frau verloren, Herr Dr. Schach. Ja, ist das tragisch? Nein. Jetzt, wenn man das sich Ego gewöhnt, ein bisschen angekratzt? Ja, also im ersten Moment ist das nicht so schön. Aber immerhin, das macht einen dann... man nimmt das dann, wie es ist. Also ich glaube, dass die Frauen spielen schon Schach. Dass zum Beispiel Männer und Frauen, wenn die Tennis miteinander oder gegeneinander spielen, nicht gleich stark sein können. Das macht einfach die Physik, das ist völlig verständlich. Aber bei Schach ist da eine Sache des Geistes auf Wege. Ja, aber Kasparov hat zum Beispiel vor gar nicht langer Zeit noch gesagt, dass im Schach der Unterschied zu Männer zu Frauen ähnlich ist wie in der Leichtathletik. Ja? Aber also ich glaube, dass jetzt wirklich, also zumindest mit jetzt dem Polgas, dass es sich ändert. Erik hat Orchade gemacht. Vielleicht können wir zwischendurch noch mal schauen, wie die Zeit aussieht. Na, immerhin Weiß hat wahrscheinlich einen Tempo verloren mit diesem Ausflug. Mit dem Läufer? Ja, er hat gewonnen, wahrscheinlich 5-6 Minuten Zeit, aber ich glaube nicht, dass Erik nach H7, H6 den Läufer abgeben will. Was meinst du, Helmut? Tja, also abgeben, meinst du jetzt, dass er ihn herschenkt oder dass er tauscht, tauscht auf E7? Jetzt kommt der Bauer. Also hat die das gespielt, mindestens. Und jetzt gibt Erik den Läufer ab, das wird toll. Nein, das tut er nicht. Also, das wird er nicht. Also, er wird sicherlich den Läufer jetzt zurückziehen nach D2 hier, das ist höchstwahrscheinlich. Er hat schon genommen, mein Gott. Heute wirklich? Heute kann ich überhaupt nichts machen, ja. Ja. Das ist nicht gut mit der Wette heute, was? Ja. Nee, das erinnert mich, wie vor Jahren Hecht und ich, glaube ich mal, von Karpov Partie kommentierten und auch sagten, er wird mit Sicherheit nicht H7, H6 machen, das ist ein Luftloch, das machen nur Patzer und sonst was. Ja. Und wir haben mit dem Pferd genommen, und dann haben wir die Zeit gesehen, 42 Minuten für Erik Lobron. Ja. Und 49 für Judith Polgar. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen was... Da ist die Zeit nochmal, Herr Fege. Ja. Mit 10 Zügen. Ja gut, also er hat immerhin also schon doch 7 Minuten mehr gebraucht. Aber vielleicht sollten wir mal einen Blick auf die Stellung jetzt werfen. Das ist nicht ganz interessant aus allgemein strategischen Erwägungen. Immerhin hat ja Erik auf das Läuferpaar jetzt verzichtet. Und die Stellung ist so halb offen oder halb geschlossen, wie man will. Und er wird sicherlich in der Folge jetzt hier auf die schwachen weißen Felder spielen, also vor allem auf das Feld D5, dass es in seiner Hand ist. Hier die Läuferdiagonale, nehme ich an, die spielt in seinen Überlegungen jetzt eine große Rolle, bis nach A8 hinter. Und, was wäre denn D7, D5, was wäre das dann? Würde man doch vielleicht auch spielen können. Ja, das ist natürlich... Nein, es geht nicht. Es geht nicht, weil Weiß ist am Zuge erst. Ja, das ist möglich. Aber ich meine, wenn. Wenn, ja. Naja. Weiß ist am Zuge. Ja, D5 ist natürlich auch Traum vom Schwarz, aber das wird wahrscheinlich nur Traum bleiben. Der Erik wird jetzt Springer F3 ziehen. Springer D2, ja, den Springer zum Beispiel hierhin. Ist das schon passiert? Ja. Ah ja, ist passiert, ja. Ja. Also Springer D2. Um eben aber wirklich, das haben Sie ganz richtig, um diese Befreiung, D7, D5 zu verhindern. Schwarz muss interessiert daran sein, das Spiel zu öffnen, damit seine Läufer wirklich Freiräume bekommen. Und Weiß mit seinem Springerpaar wird daran interessiert sein, das Spiel möglichst geschlossen zu halten, damit wirklich diese Pferde gerade so in der geschlossenen Stellung herummanövrieren können und die alles überspringen können ja auch. Also das wird beide... Und Weiß wird eher versuchen, eben jetzt im Zentrum zu spielen, eventuell auch auf dem Damenflügel und Schwarz eben auf dem Königsflügel. Ja, Judith denkt jetzt nach, entweder F7, F5 oder D7, D6. Ja, das sind
wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, die es jetzt hier gibt. Wobei die eine die andere nicht ausschließt und eine nach der anderen sowieso wahrscheinlich kommen wird, egal wie sie anfängt. Aber sie sieht also nicht verzweifelt aus. Nein, nein. Also D7, D6 zum Beispiel, einfach um den Läufer natürlich, der muss rauskommen auch mal, hier der schwarze Damenläufer. Und natürlich auch, was man sagen muss, dass der Läufer G2 jetzt ein Auge auf den Bauern B7 hat und den also erstmal da hinten festhalten will. Also es braucht einige Züge, bis Schwarz sich da den Damenflügel befreien kann. Andererseits eben über kurz oder lang wird ganz sicherlich hier der Bauer nach F5 kommen und dann vielleicht sogar ein Bauernmarsch hier. Danke. Königsflügel. Ja, Weiß hat natürlich, es ist A2, A3, B2, B4, so ein Hebel auch dann. Immer wahrscheinlich kommt so ein Plan dann zustande. Ja, Aljechin würde wahrscheinlich schwarze Stellung bevorziehen, weil er war ein sehr großer Anhänger vom Läuferpaar. Ich bin aber nicht sicher, wie es er machen würde, weil Läufer G7 ist natürlich ohne große Wirkung. Ja, Riese ist es bei Gott nicht im Moment. Jetzt kommt aber D7, D6. D7, D6. Ja. Der Fliegerzug. Ja. Ja, na gut, aber ich glaube wirklich, dass es beides ganz natürliche ist. Und jetzt wird als nächstes wird F7, F5 kommen. Das ist Pflege, wissen Sie, wie viele Stunden denn Judith oder die Polga-Schwestern so am Tag trainieren? Oder wie läuft sowas wohl ab? Ja, so die spielen wohl also alle drei so 6 Stunden täglich Schach. Und dann machen sie noch Tischtennis und machen also alle möglichen anderen Dinge, aber vor allem natürlich Schach. Müssen auch noch lernen mit 12 Jahren, 13 oder 14 Jahren? Das machen sie nebenher. Also das ganze Schulprogramm, die gehen nicht zur Schule, sondern lernen das zu Hause. Beide Eltern sind ja Lehrer und machen das wohl wirklich mit der linken Hand so nebenher. Das sind alles drei intelligente Mädchen. Und ja, also von der Schule ist wohl ihre Meinung auch in Ungarn nicht allzu hoch, habe ich den Eindruck gewonnen. Und man muss ja nicht den höchsten Berg der Welt kennen, vielleicht kann man Aljechin besser kennen. Ja, die kennen Aljechin besser kennen, aber vermutlich auch den höchsten Berg der Welt, vor allem da die in der Welt sehr, sehr viel herumreisen. Und sie müssen auch ihre Prüfung dann ablegen zum Ende des Jahres. Also irgendwo müssen sie dieser Pflicht schon genügen. Aber der Vater Polga hat eben nie ein Hehl draus gemacht aus einer Missachtung so von Erziehungs- und Schulprinzipien da. Also zumindest in diesem Punkt sind wir uns möglicherweise einig. Ich kann mir vorstellen, dass jüngere Schüler, die das jetzt sehen und hören, ganz gut verstehen. Meintest du jetzt Mathematik oder marxistische Philosophie? Bei diesem. Was hältst du denn von der marxistischen Philosophie? Naja, Turm B1, ja, wahrscheinlich. Turm B1, ja, ja. Turm B1, Turm 1, B1, ja. Ja, das bereitet also sicherlich, also zum einen geht es mal also ganz langfristig und latent aus der Diagonale von diesem schwarzen Läufer daraus, ja, den Turm. Ja. Aber natürlich bereitet es über kurz oder lang den Vorstoß nach B4 vor. Eventuell also auch wirklich ohne die Vorbereitung von A3, selbst das wäre denkbar, aber zumindest zweischneidig. Was meinst du? Erik hat wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, aber die Stellung ist sehr kompliziert. Wenn ich das schätzen sollte, dann... Es wird noch sehr viel passieren in dieser Partie. Also hoffentlich. Es ist keine langweilige Partie und... Jetzt ist das nicht einfach. Jetzt muss Schwarz ziemlich viel Fantasie einschalten damit. Also die Chancen für Weiß momentan sind etwas besser. 2%. Kann man nicht sagen. Das ist so sehr schwer zu sagen. Also ich glaube wirklich, dass beide, dass es im Grunde ein gleich verteiltes Spiel ist, nur eben mit völlig anderen Zielrichtungen der Angriffe. Also Weiß wird versuchen, am Damenflügel anzugreifen, also wird über kurz oder lang B4 spielen, wird die B-Linie öffnen wollen, das kann man sicherlich sagen. Schwarz wird hier am Königsflügel mit F7, F5 kommen. Also, und dann kommt es eben wirklich oft darauf an, wer kommt zuerst bei diesen Flügelangriffen.
Es ist nicht einfach. Erich ist jetzt ganz seriös. Ganz seriös. Vor dem Spiel hat er mir noch gesagt, ja, er sei nicht gut in Form. Er habe geheiratet und die Flitterwochen gerade hinter sich. Beflügelt das, Herr Pfleger? Ja, vorhin haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wie weit es beflügelt oder blind macht. Also ich kann aus eigener Anschauung also nichts vom Beflügeln dabei sagen. Oder aus eigenem Erleben, muss ich sagen. Aber das ist wirklich wahr, mit den Flitterwochen, Karpov zum Beispiel, der hat vor dem Wettkampf gegen Kortschner unmittelbar, hat zweimal vor Wettkämpfen geheiratet und hat beide Male gut gespielt und beide Ehen sind schief gelaufen. Also soll immer so viele Wettkämpfe machen. Vielleicht zeigt uns die Regie noch einmal, wie die Zeit jetzt aussieht zwischen den beiden. Ja, weiße Stellung gefällt etwas besser. Es ist doch nicht so einfach für Schwarz, das Gegenspiel zu organisieren. Ja. Also man sieht es vielleicht auch daran, dass Judith jetzt, also ich möchte fast sagen, über Gebühr lang nachdenkt. Sie hat nicht zum Beispiel bei dem Turnier in Amsterdam, von dem Vlastimil gerade sprach, ja, immerhin, sie hat 16 Minuten jetzt auch schon verbraucht, ja. Gegen 39 ist okay. Gegen, und ich glaube, der Mond ist Nein, sie hat, Moment, 39... Der Mond ist noch in Vollmond, dann können gegen 44, also 39 Erik Lobron und 44 ja, Judith haben noch. Sie noch. Und sie hat zum Beispiel, sie spielt normalerweise sehr, sehr schnell, also vor allem im Schnellschach, Blitzschach, sie sieht ungeheuer schnell und das ist im Moment, also sie lässt sich wirklich Zeit, ja, also das fällt das auf. Das kann uns ja auch noch drohen, das heißt, wenn die in die Schnelle, in die Endphase kommen, dass sie dann also blitzen, also ganz schnell spielen. Ja. Wir haben das hoffentlich vorbereitet, dass wir dann eine Slow Motion einsetzen, sonst können wir überhaupt nicht mehr verfolgen, wer was gespielt hat, ne? Und lassen es dann langsam nochmal einspielen. Ja. Naja. Würdest du weiß spielen und lass den mit oder lieber jetzt schwarz? Naja, es du kannst es da aussuchen als Kibitz, kann man sich alles aussuchen. Ja. Immer zum Stärkeren halten. Man kann auch nach Belieben die Seiten wechseln. Ja, eben, genau. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Vor allen Dingen weiß man alles besser hier, das ist ja schön. Ne? Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, setzen Sie sich doch jetzt, bitte mal auf meinen Stuhl. Jetzt kommt, jawohl, Turm B8. Turm B8, das ist interessant. Ja. Ja, das ist natürlich ähnlich jetzt wie bei Erik, aber noch, also ich möchte fast sagen, essentieller. Also das deckt den Bauern B7 nochmal und macht damit den Läufer C8 frei. Der kann also jetzt irgendwie auf dieser Diagonale mal einen Ausflug machen und der Bauer B7 ist gedeckt. Aber viel große und große Varianten gibt es ja jetzt nicht, Herr Pfleger. Nein, das ist also im Moment ist es wirklich ein strategisches Gefecht. Also das ist kein taktisches Gemütze, sondern wirklich langfristige Strategie ist hier gefragt. Aber auch das ist zum Beispiel ganz auffallend. Normalerweise, je jünger man ist, desto besser ist man in taktischen Dingen, in Kombinationen und zieht wilde Sachen. Und natürlich ist Judith da keine Ausnahme. Aber für ihr Alter, erstaunlich, hat sie schon eine Reife und tut also eventuell auch so schwierige Endspiele, schwierig zu behandelnde Endspiele kann sie auch schon gut spielen. Also da ist sie auch wirklich schon weit über ihr Alter hinaus. Na ja gut, Erik ist auch noch jung, obwohl er geheiratet hat. Ah, nur 29, so jung ist er auch nicht mehr. Gegen dich, na gut. Naja. Dann ist alles jünger. Jetzt kommt B2, B4. Gegen dich, gegen uns. Ja. B2, B4. Du meinst B2, B4 kommt jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist eine. Ja, und um damit eben dann die B-Linie zu öffnen. Hier im Studio sehe ich auch, werden die wildesten Partien weitergespielt. Ich nehme an, dass schon einige die Partien zu Ende haben. Ja, steht schon die Stellung überall, ja. Ja, ja. Dann ja, ich weiß nicht, wie das meine
Kollegen behandeln werden hier in Köln. Bundesligamannschaft vom Porz, was weiß ich. Wahrscheinlich doch, die werden lieber mit Weiß spielen. Weiß hat so ein ziemlich bequemes Spiel. Also Schwarz ja. muss. Ja, vielleicht kann man so sagen, die weißen Züge, die liegen mehr auf der Hand. Ja? Also er hat so klar vorgezeichnete Linie. Während für Schwarz ist es schwieriger. Also was soll er nun wirklich machen da? Aha. Das ist ganz anderes gekommen. A2, A3, er bereitet es doch vor. Ja, was ganz anderes nicht und trotzdem ist es was anderes. Da haben Sie schon recht. Denn er wollte also aus irgendeinem Grunde, hat er das unmittelbare B4 gescheut, weil er möchte dann auf B4 eben möglichst mit den Bauern wieder nehmen. Er möchte sich also hier wirklich die Bauern so erhalten und wollte zum Beispiel nicht hier mit so einem isolierten A-Bauern verbleiben, der dann immer mal auch eine Schwäche werden kann. Aber das ist der Grund, obwohl es natürlich damit auch ein Tempo verloren geht. Und jetzt dadurch also auch Schwarz mit seinem Angriff vielleicht am Königsflügel. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, ob F7, F5 kommt. Was meinst du, Rastimil? Nein. Das würde Herr Pfleger spielen. Oder Läufer E6. Läufer E6 macht mehr flexiblen Eindruck, würde ich sagen. So. Läufer E6 und dann vielleicht damit die 7 folgen lassen danach, ja. Damit man endlich diese Turmverbindung bekommt, ja, das ist diese bekannte Sache. Nach Läufer E6, Dame D7, Schwarz kann auch den Läufer dann abtauschen auf H3. Ja. Ich tue es mir vielleicht jetzt nur hier so mit Flash andeuten, ja, Läufer E6 und dann eben, wenn die Dame noch auf D7, dann diese Batterie und dann kann es zu diesem Abtausch kommen, da, dieses Läufers. Also ja, Erik spielt sehr positionell heute. Ich bin überrascht, dass er sich wirklich sehr streng diszipliniert an Positionsspiel hält. Ist das sonst so undiszipliniert? Ja, er spielt manchmal sehr wild, und abenteuerisch, würde ich schon sagen. Er spielt schärfer als heute, ja. Heute erinnert das, heute würde ich glauben, dass da sitzt Ulf Andersson mit Weiß. Der spielt sowas. Ja, und vielleicht, also viele werden den Schweden Ulf Andersen nicht kennen, da sollte man, Moment, was ist geschehen? Läufer E6, ja. Läufer C8, E6 und jetzt also mit der Idee, vermutlich die Dame nach D7 dann kommen zu lassen und dann vielleicht den Läufer von E6 nach H3 zu spielen, um hier diesen wirklich sehr unangenehm weißen Läufer G2, der erstens ein Angriffsläufer ist, aber natürlich auch ein Schutzläufer für einen weißen König, den abzutauschen. Und so also auch die weiße Verteidigung da zu schwächen, das ist sicherlich eine Idee. Auch D6, D5 ist jetzt Ihre Idee, Herr Doktor. D6, D5 jetzt. Aber es geht wieder nicht. Es geht wieder nicht, seltsamerweise. Weil wiederum Weiß am Zug ist? Weiß ist dran, ja. Ist viel zu viel Weiß dran heute in den Gang, oder? Nein. Ist schon richtig, ist korrekt. Aber zu Ulf Andersen will ich noch. Der liebt also wirklich solche Stellungen, ich glaube, für Weiß jetzt, und Moment, für Schwarz. Nein, immer wenn ich sagen will, dann kommt was dazwischen. Jetzt kommt die Dame D1 nach A4. Ja, das ist ja ein interessanter Ausfall, interessanter Damenausfall. Wenn man will, also wenn man boshaft ist, können wir sagen, damit will er also Dame D8, D7 entschärfen. Aber sicherlich nicht. Auf jeden Fall mal hier schauen, ob da was abzuholen ist vielleicht mal auf A7 den Bauern. Und trotzdem, also mich überrascht der Zug, Lastimil. Wie geht's dir damit? Naja, ich halte auch lieber die Dame immer zurück, ja, sozusagen. Aha. Ein taktisches Geplänkel dann. Naja, überhaupt. Es ist ja so eine allgemeine Richtlinie, also gerade mit der wertvollsten Figur nicht so vorzubrechen und also die Dame also lieber so ein bisschen im Hintergrund und die Drecksarbeit, so die, ja, wie, die kleinen wie, Pioniere das, verrichten zu lassen. Sagen, diese Cherche la Femme, nicht? Also ich halte immer die Dame lieber zurück.
aber... Ja, aber Erik ist offenbar ein anderer Kerl und der hat sich also jetzt danach... Er hat geheiratet, er ist jetzt nicht. Du meinst, er setzt sich gleich aufs Spiel hier. Dame, er will den Bauern nehmen, das ist, das ist klar, ja. Ja, wenn er nimmt, nicht, dann... So ein Ausflug kann ja auch gefährlich sein, also da, ja, ob die Dame dann wieder heil nach Hause kommt. Doch, doch, kommen sie dann, weil die Diagonale ist. Ja. Ja. Er will dann sogar auf B7 weiternehmen und so. Dann mit dem Bauer muss jetzt, jetzt Judith etwas machen. Ja. Was wird sie spielen? A7, A6? A7, A6, ja. Aber vielleicht kann ich trotzdem noch mal zu dem Andersen zurückkommen, der also mit Weiß und mit Schwarz also solche Stellung eigentlich liebt. Und der hat also auch mal in Südafrika, hat der simultan gespielt mit vielen anderen, mit Hübner zusammen und so weiter. Hat er dafür Distanz bekommen oder nicht? Wie bitte? Hat er dafür Distanz bekommen? Das heißt Disqualifikation, dass er in Südafrika spielt? Nee, damals nicht. Ja, lass ihn mal zu Ende jetzt. Ja. Ja. Dann kommt er nie mit der Geschichte und, zu Ende. Entschuldigung, ja. Und auf jeden Fall haben die dann alle simultan gespielt und dann... hat er also auch gegen etliche Neger und gegen andere Spieler und er konnte die matt machen und so weiter. Und er hat also ewig, hat nicht matt gegeben, sondern hat weiter so gespielt und gespielt. Und dann wurde er nachgefragt, ja, hast du denn die Matts nicht gesehen? Doch, doch, natürlich habe ich schon, aber mir macht es viel mehr Spaß, die Gegner zu beknien und zu kneten und so langsam so ein Isolani zu belagern und so. Und das ist wirklich seine größte Freude, so die Würgen ganz so ruhig und langsam so jemanden zusammen zu knien. Ja, das fies. Fies. Nein, in dem Fall, ja, wenn man ihn kennt. Das stimmt. Nein, es stimmt überhaupt nicht. Wenn man Ulf kennt, dann. Nein, das ist einfach so. Das ist eine Art, er ist ein sehr, sehr netter Kerl. Sehr, sehr netter Kerl. Ich nehme an, die Neger haben sie ihm auch alle nachgesehen am Schluss. Naja, aber jetzt, was soll man mit dem Bauer machen auf A7? Ja. Das ist, warum denkt jetzt so lange nach? Jetzt eigentlich Judith. Ja, kann sie ihn A6 opfern? Kann sie ihn opfern? Ich glaube wirklich nicht, dass man kann den opfern. Ja, aber darüber wird sie vermutlich jetzt wirklich nachdenken. Also ob sie A7, A6 wenn sie opfern, was wäre dann? Was würde passieren, Pfleger? Ja, da kommt drauf an, jetzt im Moment kann man es nicht sagen, sondern es hängt sehr von ihrem Zug ab, ja? Was macht sie jetzt wirklich, ja? Also und dann, wie schaut das Opfer da? Im Moment ging das Opfer, also wenn Weiß jetzt nochmal am Zug wäre, dann könnte er, glaube ich, wirklich also schadlos sich da an den Bauern A7 halten und Schwarz hätte gar nichts. Mit der Zeit sind wir fast gleich. Ich sehe auf die Uhr 35 zu 34. 35 zu 37, Entschuldigung. Aber das heißt, dass die beide schon relativ viel Zeit für diese Eröffnungsphase verbraucht haben. Wenn man so will, die Eröffnung ist jetzt mehr oder minder beendet, wir treten jetzt ins Mittelspiel ein. Und es sind ja keine spektakulären Züge geschehen, ja, sondern also allgemein strategische. Und dafür halt, also das fiel beiden ziemlich schwer. Und ich glaube, das liegt wirklich an zwei Dingen. Zum einen, weil jeder den anderen belauert und zum anderen irgendwo, dass so eine Fernsehpartie eben auch so eigenen psychologischen Gesetzen folgt, ja, und dass beide schon etwas nervös sind auch. Wie ist es denn? Kennen denn wohl Nobron und Judith Polgar wohl die Züge bzw. die Partien, die sie gespielt haben, schon fast? Also auswendig bzw. die, die sie gespielt haben, die sie nachgespielt haben, nachgestellt haben? Ja, nahezu alle, möchte ich schon meinen, ja. Beide sind ja wirklich Berufsspieler, beide beschäftigen sich viele Stunden am Tag damit. Ja. 35 zu 36 beim 13. Zug sehen wir da gerade. Also Erik hat jetzt geheiratet, er hat Schach lange nicht gesehen, glaube ich. Bei dem. Aber trotzdem, was soll man mit dem Bauer machen jetzt? Das ist ein verdammter... Was willst du denn machen, weißt du mir? Ja. Ja, wahrscheinlich A7, A6. A7, A6. Ja. Aber dann kommt sowieso B2, B4. Und Problem ist dann B7-Bauer, weil... Erik provoziert durch diesen Zug eigentlich Schwächung. A7, A6, ja, er will das. Herr Pfleger, lass uns doch mal aus dem Variantenbrett mal versuchen, was ja, gerade gut, schauen wir's mal. Herr Hott gesagt hat. Also, A7, A6. A7, A6. Dann B2, B4. Dann kommt B2, B4.
Und das droht eben jetzt schon zum Beispiel hier auf C5 zu nehmen. Und dann ist der Turm B1 auf B7 und der Läufer G2, während nur der Turm B8 einmal deckt. Also insofern ist nach diesem Zug jetzt schon der Bauer B7 unmittelbar gefährdet. Und Schwarz muss sich also da irgendwas einfallen lassen, um den zu decken. Also zum Beispiel vielleicht Dame C7 wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Aber man sieht auf jeden Fall schon, Weiß will jetzt am Darmflügel angreifen. Und bisher ist, wenn man so will, der weiße Plan eher mehr aufgegangen. Also er kommt zu seinem Angriff. Und gut, wir sind im Moment in der Variante hier drin. Aber und Schwarz. Die ist fast zwingend, ne? Ja, ja, also zumindest bietet sie sich an. Aber deswegen überlegt wahrscheinlich auch Judith jetzt so lange, ob sie vielleicht doch also so ein gewagtes Opferspiel machen soll, den Bauern hergeben. Wie zum Beispiel auch Kasparow in oft in ähnlichen Stellungen dann mit leichter Hand einen Bauern opfert, ja, einfach um so spielerische Kompensation zu bekommen. Ja, das tue ich auch, aber es ist bei mir nie korrekt, das muss ich schon sagen. Wie ist der Ausgang der Partien gewesen? Meistens gewonnen oder meistens verloren? Ja, wenn ich den Bauer opfere, dann habe ich dann keine Kompensation, man sagt im Schach. Mhm. Und wenn mir die Gegner Bauern opfern, dann haben die immer eine riesige Kompensation. Ja. Davon ist man schon traurig. Ja. Das erinnert mich wirklich fast an Thal. Der hat mal gesagt, es gibt also es gibt meine Opfer und korrekte Opfer. Ja. Aber er wurde Weltmeister damit, mit seinen Opfern. Die wirklich hat, oft. Lasst ihm ja noch eine Chance. Na, ich weiß es nicht. Ja, eine Idee von mir jetzt, wirklich A7, A6, wird er nochmal, also ich weiß jetzt, wie ich das spiele, also werde A7, oder als Vorschlag. Ja. Also A7, A6 6, haben wir noch auf dem Variantenbrett. Ja, dann kommt B2, B4. Ja, haben wir auch noch. Läufer E6, D7 dann. Aha, das haben wohin wir nicht geht mehr. Die Dame? Wohin geht die Dame? Ja, die ist jetzt angegriffen. Wahrscheinlich auf B3, ja. Auf B3? Ja, glaube ich, ja. Oder auf C2. Wohin du willst. Also C2 will ich. Ja, ja, dann habe ich dann natürlich gedacht, nehmen auf B4. Nehmen? Oder gleich B7. Gleich B7, B5. Können wir das machen? Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da verliert man wahrscheinlich Bauer auf C5. Wirklich? Dann später, ja. Mit Springer E4 am Schluss. Ja, später, ja, noch 15 Züge weiter. Ja, also mindestens drei Züge weiter. Nein, ja. Es ist nur so eine Idee, aber... Es ist gefährlich, aber immerhin, also selbst wenn, dann wird das Spiel plötzlich sehr befreit von Schwarz, ja? Und also manche Probleme werden aber gelöst. Von Bayern auch. Von Bayern befreit, nicht von... Von Bauern. Bauern. Von Bauern, nicht von Aha. Bayern. Von Bayern wollen wir bitteschön hier niemanden befreien in dem Raum hier. Ja. Naja, gut, ja. Ich habe das nicht gesagt. An diesem Tisch ist das Verhältnis von Bayern zu Preußen also durchaus nicht schlecht für die Erstgenannten. Es ist gekommen, genau 7-6. A7, A6 ist passiert. Gut, dann gehen wir wieder zum... Ja, es ist denn richtig. Ja, jetzt sehen wir A7, A6 und jetzt kommt und wahrscheinlich... Und Turm C1. Ach, das ist zu viel Angst jetzt, hat Erik. Ja. Warum so ein Zug? Ja, also wir haben ja wirklich jetzt angeschaut, eigentlich sofort B2, B4 unmittelbar. Ja, warum hat er jetzt Turm C1 gespielt? Also es ist sicherlich allgemein kein schlechter Zug, aber etwas langsam. Und er musste auch nicht, also zum Beispiel bei B2, B4 musste man eigentlich keine Angst haben vor so einem Vorstoß E5, E4, dass der Springer jetzt plötzlich dann umgedeckt wäre, denn der nimmt dann selbst auf E4 weg. Ja, wenn man dann weiß, einmal Dame A4, D1 spielt. Achso, ja, also dann, der Plan jetzt die Dame zurückzuspielen dann. Dann zufälligerweise. Mhm. Dann steht Turm schon im Spiel, nicht? Diese typische Manöver dann. Und dann wieder Dame A4, D1, F1, ja. Das so eine Andersons Idee, nicht? Es ist immer ein bisschen morbid, ja, weil man zieht die Dame wieder weg, aber... Es ist immer sehr interessant, dass man... Aber am Schluss gewinnt's doch. Er gewinnt immer, ja, dann.
aber es gefällt mir nicht, der Zug von Erik. Es ist sehr lahm, lahm, lahm. Es ist sehr... Aha. Der Läufer, wie geplant. Ja. Läufer ist 6, D7. D7, also, ja, ja gut, richtig, man kann auch sagen, der Judith gefällt also hier diese kecke Dame auf A4 nicht. Und die, vielleicht hat die uns gehört, wenn wir vielleicht zu laut waren. Ja. Nein, ja. Jetzt werden wir sehen, diese Zug der Züge, nicht Dame A4, D1. Ja. Jetzt kommt also... Das ist schon so... Der Andersen-Plan. Ja, es ist also durchaus... Der Zug jawohl, bietet sich jetzt... Der Andersen-Plan ist gekommen. Ja, der Zug bietet sich auch wirklich an. Weil bei den anderen beiden Feldern wäre sie nur ihren eigenen Türmen im Grunde im Weg gestanden oder auch den Bauern. Also. Ja, immerhin B2, B4. Weiß hält ja immer Option auf B2, B4. Jetzt müssen wir schauen, ob Judith hier den Läufer nach C6 spielen will, um so praktisch den weißen Läufer zu neutralisieren und da also auch die weiße Verteidigung. Also immerhin eines muss man ja sagen. Weiß hat jetzt alle Figuren hier auf dem ist schon B7, B5 Königsgeflügel passiert. Gespielt. B7, ja, B5. B7, also. B5, ja. Mhm. Mhm. Und also seinen eigenen Königsflügel, der im Moment zwar, weiß Gott, nicht gefährdet ist, aber doch etwas entblößt. Ja? Also steht wirklich nur noch hier der Läufer von, sagen wir, von den Offizieren oder Schwerfiguren allein auf weiter Flur beim eigenen König. Ja, lasst ihr mir, wie ist denn jetzt Schwarz? Ja, schwarze Lage hat sich doch ein bisschen entschärft. Wahrscheinlich Turm F1, C1, das ist ein Zug. Man weiß es nicht, das ist... Es ist wirklich sehr komplizierte Stellung. Ich glaube, dass wir einen Zeitnot heute erleben werden. Aha. Zeitnot im Vollmond. Noch, das ist also, dann können wir schon Wunder sein, ja. Also der Vollmond spielt bei den Schachspielern auch eine große Rolle, nicht nur bei den Trinkern. Ja, ja, bei mir auch, ja, aber nicht so große Rolle. Beim Autofahren, dann lasse ich immer den Wagen lieber zu Hause. Wo, beim Vollmond? Bei Vollmond. Also. Auch deswegen. Ja, aber immerhin ist ganz interessant jetzt, also wenn wir die Partie mal anschauen, also das Brett hier, dann, dass jetzt also Schwarz sogar die anfängt, die B-Linie zu öffnen. Also, dass Schwarz hier so quasi den Reigen eröffnet am Damenflügel mit seinem Spiel. Und jetzt schauen wir mal, also ob Erik zum Beispiel hier mit B2, B4 entgegenhält da. Also er muss jetzt wirklich aufpassen. Er muss aufpassen, dass er da nicht vielleicht sogar jetzt, also auch am Damenflügel, ins Hintertreffen gerät. Lasti, was meinst du jetzt, was würdest du jetzt spielen an Eriks Stelle? B2, B4? Ja, B2, B4 ist eine Möglichkeit, aber... Ja, wahrscheinlich werden wir B2, B4 sein. Wahrscheinlich werden wir B2, B4 sein schon. Weil eventuell droht ja auch dieser Bauer einfach weiterzugehen mit Angriff hier auf den Springer. Und Schwarz hält, wenn man so will, dann die Sache am Damenflügel eher geschlossen und kann sich dann also ungehemmt und ungehindert sein Vorhaben am Königsflügel dazu wenden. Ja, Erik wird schon B2, B4 spielen jetzt. Jetzt ist zum ersten Mal Lobrun im Zeitvorteil, wie ich jetzt sehe. 31 gegen 29 beim 16. Zug. Also die 7 Minuten, die vor Anfang verloren hat, oder wie auch immer, das ist jetzt ein Vorteil umgeschlagen. Oder ist es noch kein Vorteil, Fehler? Naja, also immerhin. Also 2 Minuten sind 2 Minuten. Und wenn man dann also in höchster Zeit nur noch Sekunden hat, dann... Das sind 120 Sekunden. Also mir, das ist auch was Psychologisches. Mir geht es immer so, wenn der Gegner etwas mehr Zeit verbraucht hat, fühle ich mich irgendwie wohler in meiner Haut. Auch wenn es noch gar nicht so wesentlich zu Buche schlägt. Aber es ist irgendwie so ein psychologisches Moment, was da mitspielt. Kann man besser schlafen?
Getroster. Ja gut, also während der Partie ja nicht unbedingt, aber es ist, also ich fühle mich dann wohler, wenn der Gegner mehr Zeit verbraucht hat. Aber wie ich jetzt sehe, wenn die Kamera in die Kabine gucke, ist Judith überhaupt nicht unwohl. Sie ist ganz normal, ganz frisch, ganz fröhlich und überhaupt nicht verkrampft oder so. Jetzt kommt B4. SB2, B4 geschehen, ja. Ja, ich glaube also auch wirklich, diese Provokation von Judith, das konnte sich Erik eigentlich nicht bieten lassen. Er musste jetzt dagegen setzen. Und immerhin, das ist eigentlich jetzt ein ganz interessantes Bild hier der ganzen Bauern. Wenn wir uns die mal anschauen, jetzt dieser Aufeinanderprall der Bauern und hier die ganzen Figuren da. Ja, jetzt, und da ist die Frage jetzt, wie löst sich hier dieser ganze Bauernkomplex auf? Also über kurz oder lang gibt es da ein Schlagen und Hieben. Und es sind noch alle... Wir sind 16, es ist nicht viel passiert. Es sind, Figuren. Es sind noch alle Bayern am Brett. Bayern am Brett. Ja. Lass mal die Bayern komm, am Brett. Jetzt komm du mal wieder nach Bayern. Du. Jetzt fallen die ersten Bayern. Nein, Bauern, Entschuldigung. Ja. Ja. Wobei du das hier sicherlich nicht gleichsetzen willst, nehme ich an. Ah, ist schon passiert. C5 mal B4. Und er nimmt mit den Bauern wieder. Nach B4. Das hat Judith gut gemacht. Ja, jetzt wird sie natürlich nie mehr nehmen, weil dann ist die weiße Stellung dann sehr, dann die Schwarze hat dann lauter Schwächen dann, ja. Auf der D5-Loch, also jetzt... Aber man muss ja nicht nehmen, bleibt die mir. Jetzt kommt Blatt anders zu. Ja, bestimmt, bestimmt. Es kommt. Ah, jetzt spielt sie der Läufer E6. Aha. Das ist auch richtig, sie hält unter Kontrolle der Fin. Ja, das sollte man vielleicht wirklich, das ist ganz interessant. Sie ist zuerst von dem Läufer von C8 nach E6, dann ging sie nach D7 zurück und jetzt geht sie wieder nach E6. Also, wenn man so will, scheinbare Tempoverluste, aber trotzdem ist es sinnvoll, einmal die weiße Dame zurückzutreiben und jetzt geht es wirklich um dieses Feld D5. Und eben auch den Bauern D6 nach D5 vielleicht mal vorzustoßen. Ja, das hat sie jetzt richtig gemacht. Es ist sehr überraschend, wie sie schnell spielt. Dass sie hat noch irgendwie nicht so Probleme. Und ja, dann Dame kommt dann irgendwo vielleicht auf D7, vielleicht auf B6 sogar. Ja, auf D7. Ja, dann steht Schwarz wahrscheinlich wirklich so langsam okay. Man kann später dann gegen Bauer B4 sich so vorbereiten. Vielleicht Bauer B4 kann auch hängen, ja, weiß kann sich kaum. Dann wie, A6 wäre natürlich schön, wenn man das angreifen konnte, ja. Das ist aber wie jetzt. Aber wie, ja. Das ist nicht allzu schwer zu decken, aber vor allem wie anzugreifen, weil wenn der Turm hier wieder zurückkommt, dann muss er den Bauern B4 selbst schwach lassen. Zum einen, dann kann immer die Diagonale hier vom Läufer G7 plötzlich da sich unheilvoll öffnen. Mhm. Also ich glaube, Erik muss wirklich aufpassen, dass sich so seine Aktivitäten hier am Darmflügel mit Springern und den ganzen Schwerfiguren nicht totlaufen und Judith in aller Seelenruhe dann also so ihren Angriff am Königsflügel jetzt vorbereitet. Oder eben auch im Zentrum vorstößt mit D6, D5. Ja, wahrscheinlich wird Erik doch, jetzt muss er ins Wasser springen. Vielleicht springe D5. Ja. Springe D5, ja. Um das Loch zu stopfen. Herr Flieger, wenn man jetzt die Partien vergleicht, die in den vergangenen Jahren hier gespielt wurden, wie schätzen Sie diese Partie jetzt schon ein? Aus dem 17-8 hinzu. Positionell viel stärker. Es ist also, glaube ich, wirklich positionell nahezu eine makellose Partie bis jetzt. Also ist nicht immer sehr leicht oder sehr schwer für die Kommentatoren, da irgendwas dazu zu sagen. Also so einen Senf dazu zu geben, ist wesentlich einfacher, als wenn ich morgen früh gegen eben jede Judith am Brett sitze und dann wahrscheinlich also ganz gehörig schwitze. Also das wollen wir noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass es bisher eine sehr gute Partie, aber eben auch eine sehr schwerblütige Partie ist. Ja. Und man kann... Aber nicht so ungestüm dem Alter entsprechend. Nein. Und nicht so ungestüm, wie es eigentlich so der Spielweise oft beider entspricht. Ja? Mhm. Also gerade Judith hat jetzt in Amsterdam also wildeste Partien gespielt da. Ja?
wildeste Partien. Ja, und beide haben auch ein bisschen Angst voreinander. Haben die denn schon gegeneinander gespielt, einmal? Nein. Ich weiß, Vlastimil haben die beiden? Ich glaube schon. Vor ein paar Jahren, ja. Die spielten ja schon bestimmt Turniere zusammen, da bin ich sicher. Ich meine, Schweizer Systeme. War sie noch im Kindergarten? Ja, sie war natürlich, sie hat sich sehr gesteigert in dem letzten Jahr. Judith, also, man muss sie heutzutage ganz seriös nehmen und wirklich, sie hat schon ein Niveau im Schach. Jetzt nochmal zu dir, Vlastimil. Deine Partie um die deutsche Meisterschaft, die hängt ja noch ein bisschen. Wie sieht es denn da aus? Ja, wir haben einen Stichkampf vor uns mit dem Schmidil, mit dem Eckhard Schmidil. Wir haben in Bad Neuenahr tüchtig gekämpft und wir machten 11 auf 15 mit ihm. Und da die Regel dann vorsehen, dass man dann zwei Partien spielt. So, jetzt gerade wieder Unterbrechung, Entschuldigung. Also jetzt wirklich Springer C3, D5. D5, ja. Ja, also hier, ich will nicht sagen, dass Erik die Notbremse zieht, aber es ist doch, also er will Sicherheit. D6, D5, diese Befreiung, da will er verhindern und also wirklich hier selbst zur Nadel auf die 5. Na ja, gut, seine Gedanke ist folgendes, er will, Schwarz kann kaum nehmen mit Springer, sagen wir, wenn wir mit Springer nehmen, ja, dann dürfen wir es den Zuschauern zeigen. Ja, ja. Vielleicht schauen wir das mal an. Ja, Springer, also Springer nimmt. E7 schlägt der Film. Gewinnt er vordergründig einen Bauern. Nein, das ist nicht gut. Sieben, dann fünf, kommt C4, schlägt D5. Ja. Und das greift also jetzt hier den Läufer an. Dann muss Läufer auf D7, sagen wir, ja. Ja. Und dann kommt Weiß zu sehr schönem Springersprung. Dann Springer D2, B3. Springer D2, B3 und der Springer wird via A5 auf C6 sehr stark landen. Also das zum Beispiel ist, das ist eine große Gefahr, glaube ich, für Schwarz, wenn es wirklich dazu kommt. Muss das Feld C6 hier jetzt, könnte ein Problem für Schwarz sein, ja. Als eigenartig zum Beispiel, wie ganz andere Gesichtspunkte, obwohl hier Weiß einen Doppelbauern hat, ja, und obwohl Schwarz zum Beispiel hier die Majorität der Bauern am Damenflügel hat, ist dann doch, also, das ist so gefährlich. Naja, es ist vielleicht nicht so. Schwarz kann jetzt natürlich zu dem ersten Plan, ich werde Schwarz jetzt so spielen, ich werde auf C4 schlagen, B5 schlägt C4. Moment, nee, wir, also, da müssen wir wieder zurückkommen. Also, zurück, wir zurück, ja. Ja, da steht Weiß besser. Entschuldigung. Wir gehen jetzt mal wieder hier zu unserem Brett zurück. Also was Vlastimil jetzt gerade sagte, ist, also er würde es eben nicht dazu kommen lassen, würde jetzt nicht auf D5 nehmen, um gerade die Variante zu vermeiden, sondern würde direkt hier auf C4 schlagen. Und ja, dann vielleicht F7, F5 dann später. Also wird zurückgenommen und dann versuche ich mindestens durch E5, E4 dann den weißen Läufer kaputt machen und den meinen ein bisschen beleiden. Sagen. Na gut, aber das nicht, also F und das sind alles auch Zukunftsträume natürlich. Nein, nicht so. Ich glaube, das werden wir jetzt erleiden. Das heißt, B schlägt C4 und dann... Achso, nach dem dann, ja. Wahrscheinlich geht es sogar gleich auch. Was, also meinst du gleich F7, F5 spielen? Ja, ist möglich auch. Mhm. Aber ich würde vorsichtshalber lieber nehmen auf C4. Das ist jetzt die Entscheidung, to be or not to be. Mhm. Sonst ein sehr guter Zug wäre jetzt für Schwarzturm F8, C8, aber dann ist es leider unmöglich, ja. Wie die jetzt die Zuschauer sehen, ja, weil da steht die Dame. Ja. Weil immerhin, dieser schwarze Turm spielt noch nicht, ja, also... Ja, aber die Frage ist natürlich, ob der nicht trotzdem, also hier auch auf F8 ganz gut steht, wenn also F7, F5 und F5, F4, und um dann eben auch mal hier die F-Linie zu öffnen. Sodass dann vielleicht auch der Punkt F2 immer schwach wird. Also. Ja, naja.
Auch auf lange, lange Sicht. Nein, B schlägt C4 ist vielleicht wieder nicht so gut. Dann kann wieder Dame D1 A4. Weißt du, man gibt dann wieder das Feld für die Dame dann manchmal. Mhm, Es ist also... Ah, nicht schlecht. Hat sie? Nicht schlecht, ja. Mit dem Läufer. Ah, mit dem Läufer hat sie geschlagen. Oh, ja, ja. Ja, also was sie damit vermeidet, wir haben vorhin die andere Variante angeschaut, dass der Springer hier schlägt auf D5, was natürlich auch in Betracht kam. Und so vermeidet sie halt, dass beim Wiederschlagen jetzt also, die Figur angegriffen ist. Dem Aljechin würde denn. Und jetzt bin ich auch... Das legt mit dem Läufer? Er nimmt mit dem Läufer wieder, Erik. Ich verstehe nichts mehr. Du also auch nicht, egal. Da bin ich zufrieden. Ist egal. Ja. Gut, dann nehmen wir es weg zuerst. Dann schauen wir. Ja, das ist schon ganz interessant. Also ich hätte also fast a tempo mit dem Bauern wieder geschlagen auf D5 und nicht mit dem Läufer. Also was ist so unverständlich daran? Nicht so, aber der Läufer, ich, schwer zu sagen, aber der ist einfach ein ganz wertvolles Stück du? Hier. Ja? Und weißt den gibt du, was man ungern her. Wollte sie machen? Ich meine, wahrscheinlich war A6, A5 dann geplant. Wenn man mit wir können dann nach der Partie fragen, wir weil es ist sehr, sehr interessantes Moment. Das ist bei wie viel Zug? 17. Zug oder wen haben wir jetzt? Der 19. Zug ist das. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass jetzt dieser Läufer auf D5, dass dem kein langes Leben dort beschieden sein wird. Dass der also auch bald in die Schachtel wandert. Und dann kommt endlich irgendwann Flegers Zug F5. Das wird wirklich langsam Zeit, ja. Ja. Am Schluss erzählen die beiden noch, ja, daran haben wir überhaupt nie gedacht, ne, an so einen Zug. Und wir haben den Zug gehört, deswegen haben wir ihn gespielt. Aber nun ist der Zeitvorteil von Erik Lobel fast 3 Minuten. Lobel 25 Minuten und Judith Burger 22 Minuten. Ja, ich verstehe das jetzt. Ja, Erik hat wirklich da Angst gehabt und er will in diesem Fall, wo Schwarz nimmt diesen Läufer, weißt du, wenn Schwarz jetzt nehmen würde auf D5 und dann C4 schlägt D5, ja, dann hat Weiß das Feld C6 als eine, sagen wir so, dann Invasion. Ja, Invasionsbasis. Das ganz sicherlich, also auch wieder mit so einem Manöver dann des Springers hier über B3, A5 dann da rein zu hüpfen. Aber wir können das vielleicht mal nochmal andeuten, oder? Wenn also jetzt wirklich hier der Springer nimmt, dann nimmt der Bauer wieder. Und jetzt eben kontrolliert dieser Bauer eben das Feld C6 und es bietet sich an, also eine ideale Springerwandlung, wo der sich also sau wohlfühlen würde dabei, von D2 über B3 nach A5 und dann schließlich nach C6. Und wenn also nur noch Weiß ziehen würde und Schwarz eben überhaupt nicht mehr, dann würde das sogar noch einen Qualitätsgewinn beinhalten. Und aber grundsätzlich ist das natürlich schon nicht einfach, aber eben Schwarz sieht natürlich auch ab und zu und wird dann, also so hoffe ich dann schließlich doch irgendwann mal mit F7, F5 da antanzen und das Gegenspiel am Königsflügel suchen, also wenn es wirklich so kommt. Also ich bin überrascht, dass... 5 Minuten hat jetzt Judith weniger. Sie hat genommen? 20. Hat sie? Nein, sie hat nicht. Nein, sie hat nicht. Nein. Die andere Möglichkeit, was sie vielleicht überlegt, ist, mit dem König nach H7 zu gehen. Oder A6, A5 gleich. Oder A6, A5 gleich. Das ist wahrscheinlich genug zum Ausgleich, aber... Also zeigen wir nochmal. A6, A5. Aber was bringt das? Herr Pfleger. Ja, also um zum einen die Schwäche, um sich der zu entledigen, dann das Spiel, wenn man so am Damenflügel erstmal aufzulösen, ja,
sodass da also praktisch alles dann große Schlachten am Darmflügel geschieht und so kein Unglück mehr passieren kann. Na. In der Richtung. Aber vielleicht auch den Einfall des Springers zu vermeiden. Sicherlich, um blocken. Genau, um das da. Also warum sie jetzt so überlegt, aber Moment, sie hat geschlagen auf C4. Sie hat also jetzt auf C4 geschlagen. Und so ungefähr, jetzt muss Erik sich entscheiden, wie schlägt er da wieder. Ja, wahrscheinlich mit dem Bauern. Wahrscheinlich, ja. Also mit dem Springer ist schon mal ganz unmöglich, weil dann der Läufer hinge auf D5. Mit dem Läufer selbst zu schlagen ist eben auch, weil damit das Feld D5 eben freigegeben wird. Und er hat schon mit Rot genommen. Ja. Was Judith jetzt gemacht hat und was sie mit diesem Abtausch erreicht hat, ist eben das, was Lastwin vorhin schon mal angesprochen hat, dass der Bauer von D3 jetzt nicht mehr das Feld E4 kontrolliert und jetzt also nach einem weiteren F7, F5, was im Moment noch gar nicht möglich ist, wegen der Fesselung, weil der König ja dahinter steht, und dann E5, E4, dass also wirklich die schwarzen Königsflügelbauern vormarschieren können, unbehindert. Ja, dann da, wie du sagst, dann kenne ich H7 vielleicht. Es wirklich jetzt, damit man dann Den Läufer stehen lassen dort und direkt König H7. Ja, nach Dame A4, dann Dame B6, nicht? Wie kann das Schwarz? Und dann wirklich F5 und E4 oder sowas ähnliches, ja. Ja. Moment, da ist schon wieder was passiert. Ach, das ist jetzt sie hat geschlagen. Auf D5, ja, nimmt das natürlich ist sehr interessant wieder. Jetzt. Und jetzt Turm B8, B5. Das greift also jetzt unmittelbar natürlich den Bauern auf D5 an. Und Erik muss sich überlegen, was er tut zur Deckung. Wird er also E2, E4 spielen? Um den so zu decken, oder geht er mit dem Springer zum Beispiel nach C4. Ja, dann kann Schwarz dann wirklich den Läufer beleben mit F5, ja. F4. Ja. Das ist dann, ich glaube, das hat sie ganz nett gemacht. Ja. Also auf jeden Fall eigentlich ein ganz unerwartetes Manöver im ersten Moment. Dass jetzt der Turm also plötzlich hier nach B5 kommt und eventuell ja auch eine Verdopplung, weil die Dame dann noch nach B6 kommen kann. Oder Dame A8 sogar auch. Also Dame A8, genau. Und das von ist dort auch eine, den Bauern nochmal angreifen. Aber ich glaube, dass die Idee ist, nach Springer C4 wirklich F5, E4 zu machen. Das ist sehr schöner Zug dann. Und eventuell, also jetzt muss ja Weiß auch aufpassen, weil der Bauer B4, der kann natürlich also auch so eine Schwäche, kann leicht, wenn Schwarz sich auf den drauf kniet, ganz im Sinne Andersons, mit allen Schwerfiguren dann kann der eventuell... Ich glaube, dass schwarze Stellung ist ganz in Ordnung. Ja, aber ist die weiße Stellung nicht auch ganz in Ordnung? Ja. Zum Beispiel, wenn der Turm hier von C1 nach C6 kommt, immerhin hat Weiß die ganze C-Linie hier. Der Turm von C6, D6, okay. A6. Ja, das ist sehr interessant. Jetzt Erik denkt und, jetzt nach. Und die Frage ist zum Beispiel, ist jetzt der Springer besser oder hier der Läufer? Ja. Herr Pflege, was spielt denn jetzt die Zeit für eine Rolle? Sehr, sehr groß. Eine immer größere jetzt. Gegen 18. Also 22 für Erik Lobon und 18 für Judith. Ja. Aber Vladimir Hort hat gerade gesagt, also sei ein ganz netter Zug gewesen und Schwarz ist doch gar nicht mehr so ganz... Nein, ich glaube, dass Schwarz ist hier in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt mit 18 Minuten oder 22, man kann auch nicht von Zeitnot wirklich sprechen, aber die Zeitnot, die deutet sich an, ja, und die beeinflusst jetzt sicherlich auch die weiteren Züge da. Ja. 3 Minuten, 21, 22. 21, 18, ja.
Andererseits, also... Aber er hat wohl Kopfschmerzen, wie ich das sehe. Ja? Ja, ich hoffe, beide haben Kopfschmerzen. Also, ich habe Judith zum Beispiel beim Blitzspielen gesehen, also bei 5-Minuten-Partien, die sie blind gespielt hat, also blind Blitzpartien, die Gegner, und zwar waren es teilweise Bundesligaspieler der Männer, die haben also sehend am Brett gesessen und sie hat blind diese Blitzpartien gewonnen. Also das heißt, wie unglaublich schnell sie also auch innerhalb von 5 Minuten ganze Partien spielen kann. Also ich würde an Erichs Stelle jetzt den Bauern opfern. Wie? Dame D1 A4. Dame D1 A4? Oder auch noch ein... Moment, ja. Da, es ist entweder Springer C4 und dann Dame A4. Also Dame A4 gleich ist auch sehr interessant, ja. Dame A4, Turm schlägt D5 und Springer C4 dann. Moment nochmal, lange. Ja. Zum Mitschreiben. Ja, Dame. Also, wir können uns mal anschauen da hier. Ja. Das ist aber wirklich, dass man wieder ein lastimisches Bauernopfer, was man nicht bei anderen gerne macht dann. Das ist deswegen auch. Dame A4. Und Turm jetzt natürlich... kann Schwarz einfach hier nehmen und, dann will ich und den Springer C4. D2 angreifen und der geht jetzt nach C4 laut Lastemil und? Ja, ich will auf A6 nehmen, ja, oder vielleicht Dame C6 sogar, wenn ich am Zuge bin, ja. Und du meinst, also das ist dann doch genügend Kompensation für den Bauern hier? Ja, also bei mir nie, aber immerhin bei Erik vielleicht, ja. Also nein, also auf jeden Fall, Erik hat schon was anderes gespielt, wir gehen mal jetzt wieder hier. Schade. Sehr, sehr schade, kannst du ihm nachher sagen. Es ist also jetzt Dame B3 geschehen, also als ob die einen ärgern wollen, machen sie jetzt immer Züge, die wir nicht vorher da begutachtet haben. Das ist nichts Besonderes, bestimmt. Also die Dame hat natürlich jetzt damit auch den Bauern auf D5 gedeckt. Und also ist ja, einfach mit dem C6, Turm auf C5. Turm C6 will auch. Ja. Oder C6, ja, genau. Hier den Turm nach C6. Also das ist natürlich irgendwann mal da, dass der Turm nach C6 und D6 und A6 angreift. So, so. Andererseits, wie ist zum Beispiel jetzt A6, A5? Auch nicht schlecht. Ja, dann. Aber immerhin, es löst dann sich Dame auf. C4. Und, ja, ja. Löst sich auf und dann hat Schwarz eine Schwäche auf D6 dann am Schluss. Ja. Ja, aber es ist jetzt Was ist denn mit dem Läufer, der sich noch immer versteckt? Der ist noch inaktiv, ja. Was? Das ist eben, glaube ich, wirklich hier so die Gretchenfrage. Wird der also eventuell verkümmern hier auf G7 oder wird der also zu einem blühenden Leben erwachen? Und das ist im Moment noch schwer vorherzusagen. Es hängt also wirklich davon ab, gelingt es mal den Bauern E5 nach E4 mal vorzustoßen. Ja? Passiert irgendwann doch noch mal in dieser Partie F7, F5 oder wird es für ewige Zeiten begraben? Ja. Das, die Idee ist Turm C1, C6, das ist ganz klar. Also Schwarz muss etwas machen dagegen, weil jetzt ist jede Zeit ist jetzt sehr kostbar. Dame A8 ist jetzt Unsinn, weil dann kommt wirklich Turm C6 wahrscheinlich. Und dann, der Bauer ist dann ziemlich... Ja, wir könnten vielleicht mal die Variante, wenn Weiß jetzt wirklich, oder wenn Schwarz vielmehr, dann A6, A5 spielt. Mhm. Und dann, also lassen wir die Dame nach C4 gehen, aus dieser Fesselung, weil immerhin, natürlich kann Weiß nicht hier nehmen, weil doch Dame und Türme hier in einer Linie stehen. Also lassen wir die Dame nach C4 gehen. Und jetzt kann es zum Abtausch auf B4 kommen. Turm mal B4. Der weiße Turm nimmt wieder. Da steht Weiß etwas besser, weil auf D6 bleibt eine Schwäche. Also Bauer nimmt wieder. Und schließlich jetzt hier die Dame.
Immerhin. Ja, ich glaube auch, dass hier also die Chancen besser für Weiß sind mit dieser Schwäche, ja, D6 da. Bestimmt. Das ist unangenehme Verteidigung, ja, für Schwarz. Aha, jetzt ist gekommen die Dame. Wohin ging Dame die Dame? Dame D8, D7. D7. Das ist ein schöner Zug. Nur sehr einfach eigentlich. Ja, nach Turm C6 will dann A6, A5 vielleicht sogar. Ja. Ja, aber vielleicht bringt er auch den zweiten Turm eigentlich ins Spiel. Hm? Ja, natürlich, natürlich, ja. Nee, es ist also ganz sicherlich, Schwarz muss jetzt versuchen, also das, was Sie gerade sagten, also den Turm noch ins Spiel zu bringen und natürlich irgendwann auch mal den Läufer hier. Man kann sagen, also im Moment, das ganze Geschehen hat sich eigentlich direkt nach dem Wunsch von Weiß am Damenflügel abgespielt und hier die beiden schwarzen Figuren, der Turm F8 und der Läufer G7, die spielen bislang noch nicht so richtig mit. Und das ist also sicherlich ganz wichtig für Schwarz, die hier lebendig zu machen. Ja, ja, auf B8 zum Beispiel wäre ja auch nicht ganz schlecht. Ja, das ist die Idee, ja. Und wenn Weiß jetzt Turm C8 spielt, dann Turm will, C6 meinst du? Turm C6, dann will A6, A5 zuerst geschehen. Und dann ist gerade die Fesselung doch unangenehm dann. A6, A5 und... Machen wir mal langsam. Also der Turm geht auf C6. Ja. Ja. Der Schwarze Turm geht auf B8. Nein. Und dann A6, A5. Wenn Schwarze Turm geht auf B8, dann Weiß nimmt dann auf A6 den Bauer. Ja. Und er opfert dann die Dame und er hat zwei riesige Türme. Aber nach Turm C6 würde ich schon A6, A5, das ist doch befriedigend für... Ich glaube, das ist so ganz allgemein vielleicht ganz interessant, weil oft ist die Frage, was ist stärker, Dame oder zwei Türme? Ja. Aber hier eher dann doch die zwei Türme. Also, obwohl das so ein Virtuose wie Thal, wie der mit den Damen gespielt hat, ja, der, also wirklich, der war ein Meister in der Behandlung der Schachdamen, der Thal. Ja. Ja, wir können es uns mal vielleicht mal anschauen, jetzt hier auf dem Variantenbrett wieder. Wenn also jetzt wirklich der Turm von C1 nach C6 geht und den Bauern auf A6 eben angreift. Der Zug. Ah, ne, ist was anderes wieder geschehen. Gehen wir doch zurück. Dame B3, A2. Daran würde kaum jemand kommen. Ein normaler Sterblicher kommt nicht auf so eine Idee, ja? Ja, also jetzt will die Dame auf A6 natürlich den Bauern hier, den bedroht sie. Ja gut, also so aus der Welt liegt er ja doch nicht. Denn immerhin, also er bedroht jetzt auf A6. Die Dame geht gleichzeitig so aus dieser Fesselung vom Turm heraus auf der B-Linie. Und die weißen Schwerfiguren, die haben also alle drei Linien, A, B und C. Da sind sie also irgendwie am Geschehen beteiligt. Und... Was kommt jetzt, Vladimir? Was wird denn wohl jetzt Schwarz ziehen? Ja. Turm A8 bringt nicht viel. Ja, der Weiß will dann immerhin schon Springer ziehen, ja. Vielleicht Dame B7, aber... Dame B7, um A6 zu decken und D5 nochmal anzugreifen. Also, Und auch sogar noch B4. Also nein, ein Vielzweckzug. Nur immerhin. Ja, Erik spielt heute sehr positionell. Sehr positionell. Wie viel hat sie noch Zeit? 13 Minuten. 13 Minuten, genau. Zu 17. Welche Farbe würden Sie nehmen, Herr Feger, jetzt? Ja, es ist wirklich eher weiß, ja. Lassen Sie es nämlich für ein Bierchen weiß oder schwarz? Ja, es ist, wahrscheinlich hat das Weiß noch besser, aber es ist nicht so einfach. Aha, sie hat schon Dame B7 gespielt. B7, ja. Das ist ein
Ja, gut, jetzt ist also im Moment wirklich der Bauer auf A6 gedeckt und der Bauer D5 ist angegriffen zweimal und ja nur einmal von der weißen Dame auf A2 gedeckt. Und das wäre nicht sehr, also es wäre lebenswichtig für Schwarz, wenn dieser Bauer viele, ja, der ja doch das ganze schwarze Spiel eben ziemlich hier einengt, wenn also der Bauer fällt, dann könnte Schwarz aufatmen. Dann kommt endlich F5. Nein, Turm C6, Turm C6 kam jetzt. Aha, jetzt ist schon Turm C6 geschehen. Ja, damit ist also der Bauer, wenn man so will, indirekt gedeckt, weil jetzt ist die Verbindung von der Dame zum Bauern D5 unterbrochen. Und es droht natürlich auch, der Bauer A6 ist zum zweiten Mal angegriffen und nur einmal von der schwarzen Dame gedeckt. Aber ist der mit dem Bauern B4? Eben, das ist natürlich die andere Sache. Ja, das wird sie schon nehmen. Ja. Jetzt kann Schwarz eben hier auf B4 ja, den Bauer nehmen. Aber sind natürlich Dame und Turm ziemlich im feindlichen Lager. Ja, andererseits muss eben gerade so eine scheinbare optische Überlegenheit von Weiß, die kann also schnell auch insofern ins Gegenteil umschlagen, weil plötzlich dann kann der Springer auf D2 ein Sorgenkind werden. Hat schon genommen, ja? Sie nimmt, ja. Ja, ich vermute, dass jetzt also, dass er Erik wieder nimmt hier auf B4. Ja. Und dann mit Turm auf A6, ja. Und dann mit Turm auf A6, ja. Oder mit dem Springer vor, hm? Springer C4. Springer C4, ja. Also immerhin, der weiße König, weil, was ich vorhin noch sagen wollte, Weiß muss aufpassen mit seiner ganzen optischen Überlegenheit auf dem Damenflügel, mit dem schwachen Bauern D6 und so. Aber immerhin, beim Spiel geht es doch um den König zuallererst. Aha. Dass er nicht plötzlich, dass so ein Überfall wirklich hinterrücks auf den weißen König da passiert. Und es ist nicht auszuschließen, dass die schwarze Dame, die im Moment noch weit ab vom Geschehen ist, sich dann wirklich so in die weiße Stellung hineinmogelt. Wie würdest du denn jetzt zum Beispiel die Stellung von Läufer und Fährte in dieser Position sehen? Welcher hat Vorteile? Ja, Weiß hat wahrscheinlich hier, ich würde nicht sagen unentschieden in der Tasche, aber Ausgleich in der Tasche. Das heißt, dass er spielt praktisch, wenn ich das Feld zu dem Fußball spiele, dann spielt man irgendwo auf der Hälfte des Gegners, ja, also das Ball. Vielleicht hat so jetzt so ein Mittelmann, nicht? Und der geht irgendwo so. Moment, ist es. Bloß mal, jetzt ist wieder die Züge geschehen. Jetzt ist also ja, auf B4 genommen. Ja, das ist klar, ja. Dann und natürlich nimmt die Dame hier wieder. Und jetzt ist das interessant, ob wirklich Springer D2, C4 zuerst. Ja. Also zwei Möglichkeiten. Das eigentlich so auf der Hand liegende ist, mit dem Turm jetzt den Bauern wiederzunehmen, den materiellen Ausgleich herzustellen. Und das andere ist eben, besser Springer C4. Springer C4 direkt zu spielen, ja, damit der Springer dann auch nicht mehr so ein Sorgenkind da hinten ist. Und dann eben auf D6 vor allem. Ja, also Unterschied ist ganz klar zu sehen, wenn man nämlich nimmt, Turm C6 schlägt A6 jetzt. Ja. Dann hat Schwarz sofort Turm F8, C8. Wenn man nimmt, ja, das ist der Unterschied, ja. Wenn aber Erik spielt Springer D2, C4, dann wahrscheinlich muss Turm... Ja, aber auf, wenn er wirklich hier schlägt jetzt auf... Ja, dann Turm C8. Also, ja, dann, Turm C8, dann kann natürlich der Turm auch immer wieder zurückkommen, also von A6 nach C6. Ja gut, aber immerhin, ich würde dann zuerst nageln, ja. Also erst Springer C4 nageln. Möchtest du spielen. Ja, weil dann Schwarz muss dann Turm F8, D8, ja. Mhm. Machen, also... Um den Bauern D6 hier, den ja dann alles geht, erstmal zu decken. Und dann könnte ja auch der Läufer aktiv werden. Ja, aktiv, aber erstmal aktiv als Verteidigung ja, also klar. Dann nach F8 dann auch kommen, ja. Das ist interessant jetzt. Aber Judith guckt gerade ganz zuversichtlich hier in unsere Runde. Ja, die schaut anscheinend immer zuversichtlich, ja. Ja.
Die kann anscheinend nichts erschüttern. Erik schlägt. In dem Alter schüttet einer noch nichts. Ja. Hat genommen. Mhm. Vorsicht. Jetzt kommt der Turm C6. Jetzt C8, ist er wirklich Turm F8 nach C8. Ja, sie will also jetzt hier eben den Turm natürlich endlich mal diesen müden Turm aktivieren. Und natürlich, also träumt davon vielleicht also hier auf C1 dann dem weißen König Schach. Und plötzlich also aus heiterem Himmel ein... Ja, Turm C6 ist guter Zug. Jetzt, ja. Und die Frage ist eben jetzt, ob der Weiß... Erik mit dem Turm nach C6 einfach zurückgeht, um die C-Linie praktisch zu stopfen. Und wenn der Turm nach C6 zurückgeht und Schwarz dann nimmt, dann kann der weiße Bauer wieder nehmen und plötzlich wird es ein ganz gefährlicher Freibauer. Der wird ein hochgefährlicher Freibauer. Das wird sie wohl nicht machen. Das würden wir machen vielleicht. Also ich. Moment, ach, das ist schon geschehen. Turm ist schon nach C6 zurückgegangen. Und dann jetzt wahrscheinlich Turm C8, B8. Ja, sie wird dem Turmtausch ausweichen, weil das ist zu gefährlich. Wenn sie hier jetzt nehmen würde... Ja, ist schon passiert. Dann, ach so. B8. Turm also geht nach B8. Das ist eine sehr komplizierte Stellung. Ja. Ich glaube, dass also Weiß muss sehr, sehr aufpassen, denn scheinbar steht er besser. Scheinbar ist also dieser Bauer D6 so ein bisschen schwach, aber immerhin, er kann jetzt durch Läufer F8 auch gedeckt werden. Mhm. Aber also ich persönlich spiele sowas ungern mit Weiß, weil ich immer Angst habe, dass jetzt plötzlich da so ein schneller Überfall auf den König passieren kann. Auf erster Reihe muss man aufpassen, Weiß. Ja, zum Beispiel Springer C4. Das ist dann natürlich sofort ganz verrückt, weil dann kann Schwarz Dame E1 Schach geben und da Turm B1, ja. Ja, vielleicht zeigen wir das mal auf einfach um die Gefahren auch zu deutlich zu machen. Schach ist jetzt sehr kompliziert, Also wenn jetzt Weiß zum Beispiel hier mit dem Springer nach C4 geht, allzu viel Zeit, wenn wir in Zukunft sowieso nicht mehr für Varianten haben, dann geht jetzt die Dame nach E1. Bietet hier dem König Schach, der muss natürlich nach G2 gehen. Und jetzt kann der Turm eben von B8 nach B1 kommen. Und das droht also schon äußerst unangenehme Schachs hier auf F1 oder auf H1. Also plötzlich also, ist wirklich also Schwarz große Gefahren, große Gefahren für Weiß da. Also, insofern, was das verdeutlicht, Weiß muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, und da sind wir die Zeit, Herr Pfleger. Er darf sich nicht... Hat sich wieder legalisiert. Beide haben noch 11 Minuten. Also, und jetzt eine Phase, wo es eigentlich wirklich schwierig und kritisch wird, ja, da schwindet beiden die Zeit dahin. Also. Und dem Erik die Sinne, wie das sehe. Ja, vielleicht besser jetzt mit dem König zu spielen. Also mein Schauen wir mal hier. Wäre dann, wenn ich darf... Ja, du darfst. Ich darf. Das esse ich nämlich auch, diese. Darfst, ja. Bitte keine Reklame im öffentlichen Fernsehen. Nein. Wo geht der König jetzt hin? Ja, aber was würdest du machen, Vladimir? König G2. Moment, aber du darfst inzwischen nicht mehr, es ist jetzt ein anderer Zug. Also E2, E3 ist hier geschehen. Das verstehe ich wieder wenig. Versteht Vladimir nicht? Jetzt kommt irgendwann F5, Herr Flieger. Ja, jetzt vielleicht wirklich nicht mehr, weil inzwischen glaube ich, dass das also eher schwächen würde, so die Felder um den schwarzen König. So H6, H5, ganz einfach. Nicht? H6, so ein H5. Bisschen, doch, naja, aber dann wieder G5 ist schwach, ja, das will man auch nicht. Nein, ich nehme Was man macht, ist falsch. Ja, was ich mache, ist falsch, ja, natürlich. Ja, das ist jetzt das Problem, weil... Wenn Schwarz natürlich, für Schwarz ist jetzt seltsamerweise nicht gut, der Damentausch ist nichts Besonderes. Also zum Beispiel Dame B2. Das ist kein Tausch, aber sagen wir nur so akademisch. Ja, lass uns mal gucken. Ja. Damentausch? Nein, Damentausch, Ja, wenn wirklich die Damen jetzt weg wären vom Brett, dann ist D6 wieder sehr schwach. Ja, dann also hat das nur das nicht vor allem Schwarz mit der Schwäche D6 zu laborieren. Dame muss da bleiben, um den Weiß zu belästigen. Ja, es ist so eine
eine Sache jetzt. Es ist jetzt. Moment, Edith hat gezogen. Aha, 6A5, also ja. Wirklich. Ja. Ich glaube, also Schwarz wird versuchen, die Damen auf dem Brett zu behalten. Er will, also Schwarz wird, der weiße König steht etwas unsicherer als sein schwarzer Gegenüber. Und Schwarz wird versuchen, irgendein Spiel gegen den weißen König. Und dafür also auch der Zug H6, H5, um da vielleicht weiter nach H4 zu kommen oder gar nach H3. Und dann also so Mattdrohungen, also gerade auch auf der ersten Linie dann so aufzustellen. Ja, jetzt würde ich doch den König ziehen. König G2. Kann mir nicht helfen. Aha, jetzt können wir schon die Phase 9 Minuten 48, jetzt 47. Jetzt wird das sehr interessant, sehr interessant. Ah, jetzt fangen die Sekunden an. Jetzt ist die umgesprungen, also jetzt zeigt sie also die Sekunden auch an. Ist diese Uhr eigentlich bedrohlicher, Herr Pfleger, beim Spielen als die Analog-Uhr, die runde Uhr, Lastimi? Ja. Die Sekunden gepochen. Moment, ist ein Zug. Ja, Moment, es ist ein Zug geschehen, der Turm C1, das habe ich. Turm C1, ja. Ja, ja, das ist schon ein schlauer Zug. Vorsicht, ja. Die Mutter der Porzellankiste. Turm B1 droht gleich. Ja. Ah, so, Turm B1, ja. Dann hat auch etwas, hat dann. Ja, also direkt mehr. Eine üble Drohung sogar. Ah, Moment, und die Dame geht jetzt nach G4. Also aha, hier so. Also jetzt wird das Spiel möglicherweise in ganz unvorhergesehen. Also zum einen weicht die Dame natürlich also dieser direkten Drohung aus und vor allem wendet sie sich jetzt also ihrer Lieblingsbeschäftigung zu, also wirklich der Jagd hier auf den weißen König. Mhm. Und ist es eben ist auch nicht verkehrt jetzt. Nee, und H4 eben, also das ist weiß noch dran. Bei Gott nicht verkehrt. Hm. Lass ja. Weiß ist zwischendurch auch noch dran. Ja, ja, Erik hat mehr Zeit. Ja. Nein, hat er nicht mehr Zeit. Jetzt haben wir die Zeit, wenn wir sie einblenden, 8 Minuten und 50 gegen 9, 27. Mir gefällt besser weiße Stellung, aber es ja? kann alles passieren da. Also ich würde es jetzt, nicht also so. Rein gefühlsmäßig fast lieber, ich glaube nicht, dass der Schwarz Zeit. Besser steht, aber lieber mit Schwarz spielen. Wirklich. Ja. Na ja, gut, sagen wir Dame C4. Was kann mir passieren? Dame C4. Ja, warum auch nicht? Ja, Dame H3. Ja, gut. Was weiß ich, Dame F1 wieder. Ja, gut, aber das. Dann H3 wieder, die Dame. Im Sinne des Ausgleichs. Ja, nein, nicht so. Ich möchte nur die Dame wegschaffen und dann D6 wird. Ich bin aha, nicht so sicher. Was ist passiert? Ja, Dame C4. Dame C4. Dame. Also Weiß ist nach wie vor am Damentausch interessiert. Ja. Ich nehme an, am ehesten wird die hier jetzt nach H3 gehen. Um also wirklich die Dame auf dem Brett zu behalten. Dame C4, das war 29. Zug von Weiß, ja, oder? Ist das 30. Zug. 30. Zug, ja. Ja. 8 zu 8 Minuten 2 zu 8:30. Aber was man vielleicht grundsätzlich von der Stellung jetzt dann also, ja, 8:02:08, also beide noch 8 Minuten. Mhm. Und also beide, was man sicher sagen kann, obwohl beide relativ ruhig, obwohl man sieht schon die Unruhe auch so auf dem Bild, aber ganz sicher ist, also jetzt in dem Körper von beiden geschieht einiges, ja. Also der Puls wird sicherlich 100 oder mehr sein, ja, der Blutdruck wird erhöht sein. Es wird also, ich will nicht sagen, im Körper sind Revolutionen, aber es ist doch einiges, was sich in ihnen abspielt, obwohl die scheinbar so ruhig da sitzen. Aber die Züge waren bis jetzt noch nicht so schlimm, dass es die Schuhe ausziehen musste, wie es bei der Judith gerade passiert. Jetzt zieht sich die Schuhe aus. Vielleicht sieht die Kamera das machen. Die ja, zieht. Ja, und das mag völlig unbewusst sein, ohne dass sie sich da so irgendwie. Ja, ist klar. Jetzt geht die Dame.
Nein. Nein, lass die Dame stehen. Lass die Dame stehen. Und deckt also jetzt erstmal den Bauern D6 und will hier, wenn Weiß jetzt die Dame nimmt, mit dem Bauern auf G4 dann wieder nehmen. Das ist gut, Doppelbauer. Dann kommt irgendwann wieder F5, Herr Pfleger. Und dann kommt irgendwann wirklich F5. Dann wird es doch noch zu diesem F5 kommen. Ja, es ist natürlich, es ist zweischneidig. Ja? Zum einen will Schwarz mit seinem schwarzfeldigen Läufer möglichst seine Bauern selbst auf weißen Feldern halten, wie es also auch jetzt ist und wie es dann auch weiterhin so wäre. Also möglichst weißfeldrig, damit die sich nicht gegenseitig behindern und im Wege stehen. Ja, jetzt ist das sehr interessant, ob Erik will jetzt Wagen, Zug, Springer F4 oder nicht. Ob er diesen Zug jetzt macht, ja. Da mit der satten Drohung auf F6 der Schach. Da träumt jeder Schachspieler von, glaube ich. Ne? Davon träumt man ja. Und dann einfach König G2. Das ist die Idee jetzt, ja, von der Stellung, weil man kann dann die Dame fischen nach F5, F3 und die Dame ist weg. Wenn ich kann diese Variante, wenn du es die Variante zeigen, das ist interessant, ja. Ja, wenn wir das noch schaffen, ja. Das ist eben die Frage, schauen wir halt mal. Also, du meinst jetzt Springer, ja, D2, Springer, E4. E4, ja. Ja, Drohtgabel, ja. Drohtgabel. Läufer E7. Ja, oder vielleicht sogar König G7. König G7, wie du. König G7. Dann wollte ich König G2 vorschlagen. König G2. Und ja, die Idee ist immer nach F7, F5. Wenn er F7, ja, F5, ja. Das, was also liegt, ja. Ja, dann natürlich, es ist auch schon schlecht, ja, weil man hat. Ja, gut, wir können vielleicht mal hier einfach um die Gefahren der Stellung. Ja. Also jetzt wäre F7, F5 natürlich also ein grober Fehler. Wegen F3, Turm B2, Schach. F2. Turm B8, B2, Schach und Turm C2. Ja, ja, die Dame also ist jetzt weg. Ist die Dame weg hier. Schwarz kann noch Schach geben. Ja, gut, aber B2 danach. Und Turm C2. Aber das wird natürlich nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und trotzdem, also mir will der Zugspringer D2, E4 ist nichts Besonderes. Nicht so gefallen. Ja, Erik muss natürlich jetzt eine grundsätzliche Entscheidung wieder fällen. Will er hier die Damen tauschen und den Bauern von H5 eben damit aber auch nach G4 kommen lassen, wo der doch also hier die weißen Bauern hier sehr festlegt. Und es ist eine langfristige Abschätzung jetzt. Steht er im Endspiel dann so viel besser am Damenflügel, ist es gewinnverheißen vielleicht oder nicht? Und eines muss man wirklich sagen, Erik will immer gewinnen. Und wer ist denn jetzt, überlegt Judith? Nee, jetzt überlegt er. Wo die Zeit von Judith läuft, wenn ich das richtig sehe. Ah nee, es ist König G2 passiert. Ah so, ja. König G2. G2, ja. Das wird doch, jetzt ein genau. Drama. Das ist jetzt ein Drama. Für wen? Für beide? Beide, ja. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass hier der Turm von B8 nach B2 kommt und den Springer D2 angreift und überhaupt so auf der zweiten Reihe da für Unruhe sorgen will. Das wird jetzt sehr dramatisch. Aber insgesamt glaube ich doch, dass das Gleichgewicht bisher, Moment, ist gerade im Zug passiert, ja, Turm B8, B2 Turm B8 hat sie gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gleichgewicht trotzdem noch nicht entscheidend gestört ist hier. Mhm. Also dass, und dass jetzt einfach die Zeitnot den Ausschlag, wer der bessere Blitzspieler ist, hier den Ausschlag geben wird. Ja, jetzt der Turm greift natürlich hier den Springer D2 an. Und also entweder muss der gleich weg oder nach vorherigen Damentausch, was ich mir gut vorstellen kann. Nein, und Springer F4 jetzt. Und immerhin hier die zweite Reihe. Springer E4. Springer ist E4, vielleicht ja. Vorschlag. Immer mit der Drohung. Immer auf, mit dieser auf sehr unangenehmen Drohung.
wo die entschärfte mit König G7. Kenne ich G7 dann, ja. Kenne ich G7. Na gut, dann H2, H3. Mhm. Das ist sehr interessant heute. Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall eines, also Judith, ist es gelungen, ihre Figuren jetzt zu aktivieren. Springer, also, wie Vlastimil gesagt hat. Ja, Springer D2, E4. Ja, und jetzt, ich glaube, also selbst wenn nur noch Sekunden auf dem Brett wären, dann aber weiß würde, sie nicht zweimal. Würde sie nicht. König, König G7, ja. König G7. Jetzt geht's schneller. Bauer H3. Ja. Dann Dame F5 wahrscheinlich. Ja. Ja. Also Weiß muss jetzt die Dame hier auch vertreiben, weil die steht doch auf G4, also sehr unangenehm und gefährlich. Und andererseits eben der Turm hier, der eingedrungen ist, der ist also auch nicht zu verachten. Also ich glaube, dass also Weiß wahrscheinlich bald versuchen wird, diesen Turm auf der zweiten Reihe hier zu neutralisieren, indem er selbst Turm... Den Turm zieht er ja wohl. Achso, das ist Dame D7, die ist nach D7 gegangen. Und jetzt Turm C1, C2. Ich glaube, wir können uns der Regie langsam darauf vorbereiten, dass es doch so eine Blitzerei kommt nachher. Ja, und wir müssen unsere Slow Motion fertig machen. Nämlich Erik Lobon hat 3,58 und Judith 4,52. Also trotz allem glaube ich, dass jetzt zum Turmtausch kommen wird, Vlastimil, was meinst du? Na, Schwarz vielleicht sollte das nicht machen. Nicht so einfach, es gefällt, weiße Stellung gefällt besser. Mhm. Tut mir leid, dann ist diese Regel Dame wieder und Springer gegen Dame und Läufer. Ja, immerhin... Dame C6 ist dann möglich einmal. Ich glaube nicht, dass Judith wird das jetzt die Dame. Nein, die geht nicht. Dass sie den Turm tauscht. Nein, die tauscht nicht. Also sie ist nach B1 gegangen. B1. Ja. Ja, das ist jetzt Turm. Zu sehen, dass sie ist eine, sie hat eine riesige Erfahrung im Blitzen. Ja. Mhm. Erik Lobon weniger? Ja, natürlich Erik auch, aber. Ja, wie soll Weiß jetzt? Jetzt geht's schneller, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt, gut, jetzt kann ich sicherlich Turm Dame C6 kommen. Nein, die ist schon gelaufen, die Dame ist auf B7. Moment. Ach, der Turm ist nach A2 gegangen jetzt. Turm A2 war, ja, aha. Und Dame B7. Jetzt müssen wir aufpassen. Also, was ganz Moment. Sicherlich... Springer geht wieder zurück, jetzt geht's schneller, C... Springer E4 nach C3. Turm. Und Turm C1. Turm C1. Dame nach. Dame B5 und die wurden getauscht. Dame B5. Springer ist auf. Springer schlägt B5 und jetzt verliert Erik einen Bauer gerade dabei. Ja. Springer schlägt B5 und wahrscheinlich Turm C5. Ja. Dann ist Bauer weg. Wenn ich ja, das ist schon Turm C1, C5. Jetzt steht Judith natürlich besser, klar besser. Moment. Ja, mit Angriff auf... Springer auf A7. Springer A7. Turm schlägt. Turm schlägt F5. D5, König geht F3. Müssen wir die Maschine anstellen. F3. Ja, es geht, können wir nicht mehr mit. Jetzt machen wir nur noch spannend zuschauen, wie die beiden blitzen. Ja, das war alles. Das werden wir uns gleich in Slow Motion alle ansehen. Ja, Erik ist in Trouble. Ist in Trouble? Ja. Das sieht man auch schon klar. Da ist es. Ja, also was man sieht eben, dass jetzt alles hier in... Und das ist Remy, ja. Ist Remy? Ja. Ja, ja, bravo, ja. Judith sitzt, ja. Judith wird sitzen, ja, also bravo. Wir werden jetzt mal versuchen, die letzten Züge noch einzuspielen über die Slow Motion. Ja. Und in der Zwischenzeit bitten wir die beiden Spieler mal aus der Kabine.
Also wie war das? Nach Turmschlägerdefin, das ist noch wichtig. Ja, das ist hier wichtig. Das ist noch wichtig. Ja. König F3. Bei mir. Und jetzt ist das sehr interessant, was war das? Ja, dann was gekommen ist. Jetzt König ist nach E2. Dann. Darf ich die beiden Spieler mit rausbitten? Wir werden das Ganze mit der Slow Motion mal versuchen zu rekonstruieren. Aber was ich vorschlagen würde, wir können es ja dann mit den Spielern direkt hier an dem Brett jetzt noch die Züge, die sollen ruhig die Züge noch, dass wir sehen, wie die Endphase ist, was wir jetzt nicht mehr mitverfolgen konnten. Kommt ihr beide? Wir wissen jetzt nicht mehr genau, wie die Endphase ist. Also hier von der Stellung konnte man es nicht mehr mitverfolgen. Wie ist es denn dann weitergegangen, also Erik also, und Judith? Schwarz war am Zuge jetzt. König F3 hast du gezogen. F5 kommt los. Jetzt F5. Kam, was war Turm C5. Turm C5. Turm C5. Ist jetzt reit, Judith? Aha. Was hast du gemacht dann? König E2. Die Slow Motion nicht vor. Wir können auch die Slow Motion abfahren. Das heißt, wir versuchen die Züge langsam, die gefallen sind, nachzuspielen. Bitte sehr. It's better. Das ist besser, ja. Ja, ja, das ist die Stellung, ja. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt, bitte jetzt, weiter. Jetzt weiß. König F3, jetzt der weiße Zug, bitte. Ja, jetzt kommt das. König F3, richtig. Ja. König F3. Jetzt kommt F5. Ah, F5, doch, aha. Moment, ich möchte das dann schreiben. König F3, F5. Es ist ganz interessant, dass in der Hitze des Gefechts jetzt beide sich auch nicht mehr sicher waren. Also das F5 hier. Turm C5 jetzt. Ja. Turm C5. Moment, König E2. Erst König E2. Also König jetzt E2, ist Weiß am Zug. König E2. Stopp mal. Turm C5. Turm C5. Ist richtig. Jetzt schwarz, jetzt sieht man das. Ah, D6, D5. König E2. Erik, wie hast du dich in dem Moment gefühlt jetzt in der Stellung? Ja, lass mal weiterspielen, ja, bis wir durch sind. Natürlich ist überhaupt nicht mehr gut. Es hatte die ganze Zeit, glaube ich, leisten Vorteil im Mittelspiel. Zwar nichts Besonderes, aber es stand ein bisschen besser. Es hätte eigentlich eine unverlierbare Stellung sein sollen. Also höchstens Weiß hätte gewinnen können normalerweise. Und dann habe ich halt diesen Bauern eingestellt. Ja, lass uns mal erstmal weiterspielen, erstmal die ganzen Züge für die Zuschauer auch zu Hause, damit wir jetzt wissen, wie wir weiterspielen. Dann, Moment, was kommt jetzt? Wie kamst du mit dem Turm auf Berlin? Turm B2 habe ich gespielt. Moment. Können wir die Regie bitte das nochmal zurückmachen? Nicht kein Gespräch, sondern. Was ist Turm A6? Noch einmal zurück. Turm A6. Turm A6, Turm C2, König F1. Moment, also langsam. Also Turm A6, Turm C2, Schach. Da fehlt gerade mal einen Moment. Die Regie ist dann soweit, dass wir nochmal die Slow Motion einfahren. Dann sehen wir es genau. Ja. Aber es ist damit die Zuschauer das bekommen. Richtig, genau. Das ist jetzt wichtig für die Zuschauer, diese Phase. Ja, können wir das nochmal sehen? Wir bereiten es vor. Aber es war natürlich sehr dramatisch, es gab keine Zeit mehr. Irgendwas haben wir jetzt hier nicht. Wahrscheinlich Turm B2 haben wir jetzt. Jetzt ist doch. Nein, da ist es mal. Ich bin ja, ne, wir haben leider. Moment, es geht nicht richtig raus, es geht nicht richtig raus jetzt hier. Ich habe hier Turm A6 gespielt. So, dann sehen wir das hier wieder. Hier sehen wir das, Herr Logan. Ja, nee, D5 kam jetzt. Nein, du hast Turm B2 gezogen. Unser Problem ist jetzt hier das... Und jetzt solltest du Turm B6. Ja. Das ist der Witz. Jetzt kam wirklich, wie es ist, Turm B2. Es ist etwas, bitte nicht, tu das. D5, Turm B6, Turm C2, Schach, König F1. Wo sind wir jetzt? Moment. Ja, jetzt ist Schwarz am Zug. Moment, jetzt hier wieder. König F1, das ist die Partie. Jetzt, so, schwarz. Jetzt schwarz. Jetzt sehen wir es genau. Läufer C5. Läufer C5. Läufer C5 kommt, ist schon da. Ja, greift also jetzt hier den Turm B6 und den Springer A7 an. Jetzt kommt Turm A6, glaube ich. Moment, Erik zieht jetzt. Turm. Ja, ich dachte, dass das Turm im Spiel meine beste Chance ist, aber. Na, Moment. Aber was kommt jetzt? Ja, wahrscheinlich Turm zurück. E6. Turm E6 kam jetzt. Turm E6, wirklich. Ja, Turm E6. Ja. Turm E6. Ja, das greift also jetzt den Bauern E5 an. Ja, jetzt konnte natürlich Schwarz König F7 machen. Ja, war Fehler. You could play King F7, but it does not matter. Ja, Läufer schlägt A7 jetzt, genommen. Läufer A7? Ja, Läufer A7. Nee, bitte. Oh, nicht fischen. Turm Schach. König H6. König F6. König F6. Ja, bitte. Turm schlägt A7.
den Läufer. Ja, Erik, hier hast du dich wahrscheinlich schon besser gefühlt jetzt da mit dem Turm ins Spiel, dasselbe nach dem Abtausch von Springer gegen Läufer. AD4. Lass mir erstmal die Partie zu Ende machen, Flieger. Turm A6, Schach. Turm A6, Schach. Jetzt kam König G5. Wir fliegen in die Flaschen. H4, Schach. Moment, jetzt ist Weiß am Zuge. Jetzt sehen wir es, Erik. Aufgeschrieben? Ja, H4 Schach. Was machen dabei? H4. Ah, ihr hättet gewinnen können mit König G2. Ja. Ja? Das können wir gleich nochmal. Wir müssen erstmal die Partie zu Ende machen. Da ist. Nein, es geht weiter. Turm. Moment, Moment, nein. Moment, jetzt, weiß noch nicht. Moment. Was hast du gespielt jetzt, Erik, hier? Ich habe hier auf D4 geschlagen, glaube ich. Moment, das ist ein Spiel. Jetzt kommt es, ja. Auf D4 schlagen, ja. D4. König F3 kam jetzt. Mhm. F3. Richtig. Turm A3 Schach wahrscheinlich. Mit dieser schönen Drohung. Ja, ist er schon gekommen. Schach und Matt. Ja, jetzt war die Partie. Jetzt Turm A3. 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 König, Schach. Richtig. Bauer genommen. Und Bauer zurück. König nimmt Bauer, Schach durch den Turm auf E. Richtig, auf E3. Moment, der Blanke? Ja, ja. Jetzt war noch Turm E3, Schach. Schach. König F6 und Turm F3. Hier ist nichts mehr zu spielen, aber es war trotzdem sehr schöne Partie. Das ist zu Ende, der ist zu Ende. Ja, Erik, wenn du vielleicht mal sagen kannst, wie hast du dich in der Partie so gefühlt? Du hast ja vorhin schon gesagt, also eigentlich standst du immer etwas besser und die Chancen waren eigentlich nur für dich. Und am Schluss, plötzlich mit dem Bauernverlust, hat sich alles gewendet. Ja, ich hatte jedenfalls die ganze Zeit den Eindruck, dass es minimal besser stand. Aber es war natürlich, ich meine, dass sie sich sehr gut verteidigt hat. Sie hat nicht, wie ich das eigentlich erwartet hatte, aktiv gespielt, sondern passiv. Und das hat sie sehr gut gemacht. Und dann kamen halt mehrere Stellungen, in denen ich mich für einen Zug entscheiden musste. Der war vielleicht ein bisschen gewagt und die Folgen waren nicht absehbar. Ich dachte, ich kann diesen leichten Vorteil ins Endspiel retten. Und dann ist halt genau das eingetreten, was nicht hätte eintreten sollen. Dann habe ich nach Abwicklung ins reine Endspiel einen Bauern direkt eingestellt. Und danach hat sie natürlich alle Chancen, zumal sie auch eine viel bessere Zeit auf der Uhr hatte. Habe ich mich dann natürlich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Ihr wart beide am Schluss in hochgradiger Zeitnot. Ja, das muss man dazu sagen. Sonst hätte sie bestimmt die Stellung sehr, sehr viel besser spielen können. Ich hätte vielleicht den Bauern nicht eingestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte es noch 3 Minuten. Und der Modus ist natürlich so, das wissen ja die meisten, dass die Partie bis zu Ende gespielt wird. Also in vielen Schachturnieren wird dann eine Partie abgebrochen, wenn man 60 Züge erreicht hat. Aber hier wird ja bis zum Schluss gespielt. Und dann, also entweder matt oder Zeit gefallen da, genau. Eben. Es muss in jedem Fall eine Entscheidung geben. Wo hast du so kritische Stellen gesehen jetzt in der Partie, wo du dich so entscheiden musstest und nicht sicher warst? Du hast gerade gesagt, zum gewagten Zug, wo du eher den gewagten Zug gemacht hast. Ja, ich glaube in der Stellung, als beide Türme noch auf dem Brett standen und sie auf C4 meinen Bauern geschlagen hat und dann meinen Läufer auf D5 geschlagen hat. Mhm. Danach war es, glaube ich, eine kritische Stellung, die mit guter Technik, glaube ich, für Weiß gut von Vorteil gewesen wäre. Da hätte man also mehr rausholen können. Nur dann hätte ich vielleicht zu einem Zeitpunkt etwas riskieren müssen, indem ich mit meinem Turm die zweite Reihe verlasse, ihren Turm hineinlasse. Dann gewinne ich vielleicht einen Bauern, aber... Judith, and what did you think about the game? How did you feel during the game? You think you were better or you were worse? In the middle of the game, I was a little bit worse than... Also Judith sagt gerade, so im Mittelspiel stand sie eher etwas schlechter. After in the end game, I was better. Aber
im Endspiel dann war es besser für sie. Aber dann ist eben in Zeitnot, sind ja auch dann die Nerven da durchgegangen. But do you think, right from the beginning, you were always slightly worse, that Eric always had some pressure on your game? Yeah. Also sie meinte, dass wirklich eigentlich Eric immer eine Spur besser stand und sie eher eine Defensive. And how did you feel about it? Were you nervous? Were you anxious to lose? I think nobody liked to lose. Er sagte, niemand will verlieren. But were you very nervous? You see, it's a television game here and under very special conditions. Well, a little bit. This is my first time. Etwas nervös war sie schon, ist eben das erste Mal jetzt auch so. Das erste Mal war es, meine Damen und Herren, aber da sie mit Schwarz ein Remis erreicht hat, werden wir sie einladen, fürs nächste Jahr wiederzukommen. Ich hoffe, in ihrem Interesse. Und ich nehme an, meine Damen und Herren, diese Partie hat Ihnen Stoff genug geliefert, die ganze Nacht noch durchzuspielen. In diesem Sinne, eine gute Nacht.